Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend hier heute im Schloss Herrenhausen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Wir freuen uns sehr, dass es so voll geworden ist. Ich darf Sie sehr herzlich hier begrüßen, auch im Namen der Volkswagen Stiftung. Mein Name ist Tanja Schulz. Ich begleite Sie heute durch die Gespräche mit dem Podium und natürlich dann auch gern mit Ihnen. Das Thema heute: grüne Städte, grüne Zukunft, Stadtplanung für die Gesellschaft von morgen. Ich denke, wenn es nach einigen von uns geht, dann auch gern schon für heute. Wir werden sehen, was sich davon an Ideen und Plänen umsetzen lässt. Und wir haben das Podium heute auch überregional besetzt, denn natürlich unterstützt die Volkswagen Stiftung Hannovers Beitrag und Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025. Aber es geht ja auch immer um Projekte, die unabhängig davon vielleicht etabliert werden können und auch Bestand haben, unabhängig davon, wie weit wir mit der Bewerbung kommen. In diesem Sinne werden wir 4 verschiedene Rednerinnen und Redner haben und einfach mal hören, was es im Rahmen von Städteplanung, Raumplanung, aber auch Materialien, die wir vielleicht bisher nie bedacht haben, um die Städte ganz anders zu gestalten, vernachlässigt haben. Und die Reihenfolge, die Sie auf dem Zettel, auf dem Programmzettel haben, die trifft es nicht ganz. Ich mache es mal ganz kurz. Wir werden nämlich heute hören Professorin Christiane Sauer. Dann kommt Ronald Clark von den Herrenhäuser Gärten, dann Robert Kaltenbrunner und dann Professor Dr. Jörn Brinkmann. Und die kriegen jetzt aber auch alle nochmal eine spezielle Anmoderation, damit sie den Kontext ein bisschen einordnen können. Und wenn wir gleich mit Professorin Frau Christiane Sauer beginnen, dann ist das eine Architektin und Professorin für Material und Entwurf im räumlichen Kontext. Und das bedeutet, es geht um Material als Prozess. Was kann man einsetzen? Wie kann man Städte und auch Räume ganz neu gestalten und verändern? Sie ist tätig an der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Und wir freuen uns sehr auf die Impulse jetzt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Sauer. Ja, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Vorstellung und die Einladung. Ich freue mich, Ihnen in Kürze ein paar Einblicke in unsere Arbeits- und Denkweise an der Hochschule zu zeigen. Zunächst möchte ich anfangen mit einem Bild. Das ist offensichtlich nicht Hannover, das ist Hongkong. Das sind die urbanen Realitäten, mit denen wir konfrontiert sein werden. Wie Sie wissen, lebt schon heute mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. 2050 werden es 2/3 sein. Städte wie diese haben nicht nur eine hohe soziale Dichte, sondern auch hohe bauliche Dichte, nämlich die Grundfläche der Städte wird eigentlich aufgrund der, des monetären Drucks um ein Vielfaches gestapelt. Was dadurch passiert ist, es gibt eine Oberflächenvergrößerung der Fläche der Stadt. Diese Oberflächenvergrößerung bringt natürlich mit sich, dass diese Städte, das heißt diese Fassaden, sich auch immer mehr aufheizen und immer mehr Wärme darauf einstrahlt. Was gibt es jetzt für Strategien, damit umzugehen? Im Prinzip 2. In südlichen Ländern fängt man an, sich dagegen zu schützen, indem man Klimaanlagen installiert, die das Innere runterkühlen und dadurch aber die äußere Umgebung im Prinzip noch mehr aufheizen. In unseren Breiten würde man sagen, man fängt an, sozusagen möglichst viel Dämmmaterial auf die Fassade zu geben, um sich möglichst gut zu schützen gegen die äußeren Einflüsse. Das heißt, beide Ansätze haben eigentlich einen gleichen Grundgedanken. Ich möchte den Austausch mit der Umgebung minimieren und mich so weit wie möglich von der Umgebung abschotten, das Innere von dem Äußeren. Schaut man jetzt mal auf so ein Bild, hat man eigentlich eine ganz ähnliche Struktur. Wenn wir auf dieses Waldgebiet schauen, auch hier gibt es eine Oberflächenvergrößerung. Die Natur macht es auch, aber natürlich mit einem anderen Hintergrund. Die Natur betreibt Oberflächenvergrößerung, um den Austausch mit ihrer Umgebung zu maximieren, nicht zu minimieren. Sie will nämlich maximal viel Photosynthese betreiben. Gleichzeitig sehen wir, wenn wir an die Materialien denken, hier im Prinzip immer wieder das gleiche Grundmaterial, nämlich Zellulose. Bäume und Pflanzen sind auf Zellulose aufgebaut mit einem Teil von Lignin, was als Binder fungiert. Das heißt, letztlich habe ich hier ein Monomaterial, eine Struktur, ein System als Monomaterial, das
die unterschiedlichsten Formen ausbilden kann. Also vom Stamm bis über die Äste, bis in die Blätter oder Nadeln habe ich immer wieder das gleiche Grundmaterial, aber andere geometrische Anordnung. Was kann das jetzt für uns heißen? Könnten wir uns vorstellen, dass die Städte der Zukunft vielleicht eben nicht das System fahren, sich maximal abzuschotten gegen die Außenwelt, sondern eventuell einen maximalen Austausch im Sinne einer positiven Energiegenerierung mit der Umwelt evozieren möchten? Wie würde so etwas im Prinzip aussehen können? Lassen sich denn Gebäudehüllen denken, die sich sozusagen als System mit dem Außenraum verschmelzen, mit der Stadt interagieren und adaptiv zwischen Innen und Außen vermitteln, auf Regen, Kälte und Wind entsprechend wie eine Haut Reaktionen hervorrufen? Könnten das die Materialien der Zukunft für die Oberflächen unserer Städte sein oder unserer Gebäude auch? Wir denken über solche Fragen nach an der Hochschule und entwerfen oder entwickeln Materialsysteme, die jetzt noch nicht morgen einsetzbar sind, aber die vielleicht Anregungen sein können, über solche neuen Konzepte nachzudenken. Also, verzeihen, das war in die falsche Richtung. Hier ein Beispiel, ein Material, das als adaptiver Sonnenschutz fungiert. Es ist kein mechanisches System, wie wir es kennen als Sonnenschutz, sondern basiert auf sogenannten Smart Materials, nämlich auf kleinen Drähten, die sich zusammenziehen können, wenn Hitze auf sie einstrahlt. Das heißt, in dem Moment, wo Sonne auf mein Gebäude, auf meine Fassade einstrahlt, in dem Moment öffnen sich diese Blüten. Ich brauche keine zusätzliche Energie, nur die Sonnenenergie selber, um mich vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Ein weiterer Vorteil ist, Sie sehen hier diese Drähte, das sind eigentlich die aktiven Materialien. Das ist alles, was das ganze System bewegt. Es ist extrem wartungsfrei und kann eigentlich so gut wie nicht kaputt gehen. Ein weiteres Beispiel hier, ein Projekt für eine Klimatisierung, wo man sich angeschaut hat, wie wurden früher Gebäude oder in traditionellen Gebäuden klimatisiert. Da hat man einfach Tontöpfe in offene Fenster gestellt, in heißen Gebieten, die mit Wasser gefüllt waren. Und durch die Porosität, durch den Ton verdampfte das Wasser, es gab die Verdunstung, wenn der Wind drüber strich und die Innenräume wurden automatisch gekühlt. Hier eine moderne Variation des Ganzen mit Kugeln, auch mit Smart Materials, die extrem viel Wasser speichern können bis zu mehreren Tagen und so für eine natürliche Klimatisierung sorgen würden. Schauen wir auf Strukturen. Kennt man Beton als Material sozusagen der Gegenwart. Hier ist Beton anders verwendet. Sie sehen hier einen Beton, der zum einen tragend ist und zum anderen aber auch durchlässig. Wie konnte das hergestellt werden? Dieser Beton ist gestrickt worden. Das heißt, wir haben eigentlich ein tragendes, ein strukturelles Garn entwickelt mit mehreren Zentimetern Durchmessern, was alle sozusagen Stabilitäten, die Beton haben muss, in sich vereint. Und daraus, weil es eben ein Garn ist, wir haben eben das Material entwickelt und nicht die Form, kann ich dieses Garn in unterschiedlicher Weise verwenden. Ich kann zum Beispiel hier ein Gestrick draus machen. Das heißt, auch wieder in heißen Ländern könnte ich tragende Wände haben, die gleichzeitig Wind durchlassen, klimatisieren, wo ich in den Öffnungen funktionale Elemente hineingeben kann. Oder ich kann ein Gewebe draus fertigen, was viel stabiler ist und wo ich wirklich auch richtig steife Konstruktionen herstellen kann. Anderes Beispiel, dieses Material kennen Sie aus anderen Kontexten. Es ist ein Naturstein, das ist Basalt. Dieser Basalt wurde auch in einem industriellen Prozess zur Faser gesponnen. Das kann man machen, weil es ein vulkanisches Material oder vulkanisches Gestein ist, was ich wieder aufschmelzen kann und dann eigentlich ähnlich wie Zuckerwatte mit einer gewissen Schnelligkeit wieder aufspulen und dann diese Fasern herstellen. Diese Fasern wurden zu Bauelementen oder ja, Modulen gewickelt und hier sieht man zum Beispiel ein Modul, was durch die Stabilität des Garns bis zu 750 Kilogramm aushalten kann, wesentlich mehr als natürlich diese Studentin, die das gerade testet, bei weniger als einem Kilo Gewicht, rund 900 Gramm Gewicht.
Diese Art des Denkens über Material, der sich Material gradieren kann, ich habe vorhin die Bäume erwähnt und Zellulosefasern mit ihrer Ligninmatrix, führt natürlich auch dazu, dass ich Materialsysteme nicht überdimensionieren muss, sondern genau auf ihren Einsatzzweck hin zuschneidern kann. Also Sie sehen hier links diese verschiedenen dichten Wickelungen, die einfach entweder mit stärkerem Garn oder mehrfach gewickelt sind, bis hin zu ganz leichten. Diese wären sozusagen nur eine optische Trennung eines Raumes. Diese sind wirklich belastbar. Das heißt, ich kann genau maßgeschneidert mit meinen Materialien arbeiten und brauche nicht mehr, als ich wirklich brauche. Gleichzeitig über die Geometrie der Wickelung sieht man hier, gibt es eine Stabilität, aber in der Fläche gleichzeitig eine Elastizität. Also mit ein und demselben Material kann ich unterschiedliche Eigenschaften in einem Körper oder in der Fläche herstellen. Hier sieht man nochmal, was dann rauskommen kann. Also ich habe eine ganz neue Art von Typologie, über Material nachzudenken. Es ist eben nicht nur Material, es ist gleichzeitig Form und es ist gleichzeitig die Funktion. Die Funktion oszilliert zwischen Möbel, zwischen Wand, zwischen Raumtrennung und könnte so eben zu einer ganz neuen Typologie von Baumaterial werden. Nochmal kurz zurück zu dem eingangs gezeigten Bild. Also wie können wir uns vielleicht zukünftig die Hüllen unserer Gebäude vorstellen, adaptiv, die reagieren auf den Außenraum, die durchlässig sind, die porös sind wie eine Haut. Hierzu möchte ich nochmal dann auch für die Diskussion im Anschluss die Thesen in den Raum stellen. Also zum einen hatte ich gesagt, statt sich abzuschotten gegen den Außenraum, können wir nicht die Elemente sozusagen mit einbeziehen, können wir nicht adaptiv reagieren. Können wir gradierte Materialsysteme einführen, statt unsere Materialien überzudimensionieren? Und können wir die Gebäudehülle als Potenzial sehen, statt als Schwachstelle in unseren Städten? Soweit erstmal von meiner Seite ein ganz kurzer und schneller Einblick in die Art der Arbeiten, mit denen ich umgehe. Und damit gebe ich weiter an den nächsten Vortragenden. Gut, herzlichen Dank, Frau Sauer. Wir werden das natürlich nachher auf dem Podium alles nochmal aufgreifen oder in den Diskurs treten. Der nächste Redner, der ist fast allen von Ihnen natürlich bekannt, weil Sie wahrscheinlich nicht zum ersten Mal eine Diskussion unter diesem Schwerpunkt besuchen. Ronald Clark ist natürlich der Direktor hier rund um uns der Herrenhäuser Gärten. Aber das Thema Garten, die Definition und auch der Nutzwert und auch als was man Garten erleben kann. Damit beschäftigt er sich schon weit über die Kulturhauptstadt hinaus länger. Es ist zusammengefasst unter dem Begriff Gartendenken. Wir freuen uns sehr über Ihre Ideen hier heute. Ronald Clark. Ich kriege was hin. Ja, guten Abend auch von mir. Schönen Dank für die Einladung. Und jetzt haben wir das Falsche. Das ist der falsche Vortrag, da war es noch ein anderer. Sorry, da stand auch Dings drauf, da steht auch der Stick. Habe ich den jetzt gelassen? Sonst kann man gleich den ersten jemand anders gleich machen. Den habe ich jetzt hier vorne. Vielleicht können wir den Also alle unsere Rednerinnen sind natürlich brillant vorbereitet, insofern ist das überhaupt gar kein Thema. Dann kommen wir jetzt zu Robert Kaltenbrunner. Lassen Sie sich von dem süddeutschen Dialekt nicht täuschen. Er pendelt zwischen Bonn und Berlin. Tätig ist er am Bundesinstitut für Stadt- und Raumforschung. Und er ist auch der Autor oder der Mitautor des Buches, wenn ich jetzt meine eigene Schrift lesen könnte, Zukunft ist Stadt der Zukunft, wie wir leben wollen. Und auch das greift sehr viele von den Bedingungen auf, die wir verändern können, um unsere Städte lebenswerter und grüner zu machen. Herr Kaltenbrunner, dann sind Sie jetzt am Start. Danke für die Einführung. Ich gebe gerne den Lückenfüller. Ich habe eine ganz andere Perspektive als jetzt Frau Sauer. Ich verstehe mich eher als urbanistisch Interessierter, obgleich ich auch von der Grundausbildung mal Architekt war. Utopien, schreibt
Robert Musile in seinem epochalen Roman »Der Mann ohne Eigenschaften«. Utopien bedeuten so viel wie Möglichkeiten. Darin, dass die Möglichkeit nicht Wirklichkeit ist, drückt sich nichts anderes aus, als dass die Umstände, mit denen sie gegenwärtig verflochten ist, sie daran hindern, denn andernfalls wären sie ja nur eine Unmöglichkeit. Soweit das Zitat. Utopie wäre demnach, wie sich ergänzen lässt, Ausdruck der Hoffnung auf Veränderung. Und das haben wir ja viele in den Städten. Also wenn wir nun vor diesem Hintergrund über Stadtplanung für die Gesellschaft von morgen diskutieren, dann möchte ich das Thema anhand dreier Thesen schlaglichtartig beleuchten. Die erste lautet: Grün als Medium zur Teilhabe in der Stadt verstehen. Schauen wir kurz auf das Phänomen des Urban Gardening, das vielerorts in unseren Städten zu besichtigen ist. Es ist höchst bemerkenswert, dass eine neue Ökobewegung die kleinbäuerliche Wirtschaft und Kultur wiederentdeckt hat, ohne sich aufs Land zurückzuziehen oder zurückziehen zu wollen. Urbane Landwirtschaft ist hier der Ausgangspunkt einer Suche nach dem besseren Leben in der Stadt, das mit saisonalen und regionalen Qualitäten experimentiert und die lebendige Beziehungen und Netzwerke zwischen Menschen und Natur intensivieren will, und zwar jenseits des monetären Gewinns. Was könnte man daraus lernen? Ohne die Bewegung des Urban Gardenings nun überbewerten zu wollen, immerhin fordert sie zu einer neuen Lesart von Stadt auf, die in den letzten Jahren in vielen großen Städten entstandenen Gemeinschaftsgärten, Kiezgärten, interkulturelle Gärten oder Nachbarschaftsgärten zielen mit dem Garten als Medium zugleich auch direkt auf die Stadt als Lebensraum und senden visuelle Vorstellungen von Urbanität, die das Auge zunächst irritieren. Der Gemüseanbau in ausgedienten Bäckerkisten oder umgebauten Europaletten hinterfragt, mehr oder weniger subtil, unser Bild von der Respublika. Zu den wesentlichen Adressaten gehören dabei die Planer, aber auch die Stadtverwaltung, der man bei der Gestaltung des öffentlichen Raums darauf aufmerksam machen will, dass die Stadt kein Container für noch mehr Autobahnen oder Shopping-Malls ist, sondern ein Lebensraum für alle, in dem auch über die Grundlagen der Existenz debattiert werden sollte. Die politischen Formen der Generation Garten zeichnen sich weniger durch Forderungskataloge als vielmehr durch Performance, durch punktuelle und symbolische Interventionen im öffentlichen Raum aus. Das bringt mich zur zweiten These: Räume öffentlich machen. Denn es geht nie um Gebäude oder Infrastrukturen allein. Mögen sie auch noch so schön, so funktional, kommod und bezahlbar sein. Denn das jeweilige Umfeld ist eine ganz entscheidende Kategorie und der öffentliche Raum stellt ein unverzichtbares Komplementär etwa zu Wohnung und Haus dar. Nun gehen viele Kommentatoren und Städtebauer von einer im Kern unveränderten Natur des Menschen aus, die nach den immer gleichen Plätzen verlangt. Und dass wir uns auf italienischen oder spanischen Piazzas wohlzufühlen scheinen, gilt ihnen als genügender Beweis, dass der formale Nachbau dieser Plätze zu einem funktionierenden öffentlichen Leben führe. Doch die Piazza genannten Ödflächen in den Neubaugebieten zeigen, dass es so einfach nicht ist. Öffentliche Räume entstehen durch Nutzung. Und deshalb stellt sich die Frage, welche Nutzung werden durch bestimmte Planungen, durch bestimmte Infrastrukturen und bestimmte Bauten erzeugt? Oder andersherum, welche Nutzung lassen andere, anders geartete Räume zu? Entscheidend ist meines Erachtens, wie ein Raum genutzt und empfunden wird. Es braucht also entschiedene Anstrengungen, an bestimmten Orten gewissermaßen eine gefühlte Öffentlichkeit zu entwickeln. Und dabei spielen sowohl Gestaltung als auch der Faktor Grün eine bedeutsame Rolle. Dritte These: dem Klimawandel durch resiliente Gestaltung begegnen.
Die Klimadebatte erweist sich als ein Forum, an dem die künstlichen, von Naturwissenschaft und Technik generierten Bilder unmittelbar auf das Lebensgefühl der Zeitgenossen durchgreifen. Und zwar gerade in den Städten. Die Hitze der letzten beiden Sommer hat uns diesbezüglich Mores gelehrt. Hinzu kommt, dass wir binnen einiger Jahre schon 2 Jahrhunderthochwasser in Deutschland zu verzeichnen hatten. Die Witterungsextreme nehmen auch hierzulande signifikant zu. Klimakatastrophen häufen sich weltweit. Abhilfe können hier nur urbane Resilienzstrategien schaffen. Sie rücken von der Vorstellung ab, Raum möglichst effizient zu nutzen. Stattdessen werden Toleranzen eingebaut, Puffer gebildet, die zeitgleich zu räumlich qualitativem Mehrwert führen sollen. Lösungsansätze dafür sind bekannt. Mehr Grün, mehr Wasserflächen, Erhalt und Ausbau der Frischluftkorridore, um dem Aufheizen der Metropolen entgegenzuwirken und die kühle Luft aus dem Umland ins Urbane zu leiten. Doch das Freihalten von sogenannten Kaltluftschneisen, das heißt größeren zusammenhängenden Grünräumen, die sich weit in die Stadt hinein verzweigen, steht unter enormem Konkurrenzdruck durch andere Nutzung, aktuell etwa in vielen Städten mit dem Wohnungsbau. Seit einiger Zeit wird das Konzept der sogenannten Schwammstadt, im Englisch Sponge City, breit diskutiert. Grundsätzlich gilt, dass das Wasser nicht mehr wie früher schnell in Rohre und Kanäle abgeleitet, sondern möglichst lange zurückgehalten werden sollte, um zu größeren Teilen als in der Vergangenheit üblich zu versickern oder zu verdunsten. Und die Überschwemmungsflächen lassen sich so gestalten, dass sie die meiste Zeit als öffentliche Grünräume Aufenthaltsqualitäten bieten, etwa indem Uferbereiche terrassiert werden. Aber auch das Grün am und auf dem Gebäude spielt eine wichtige Rolle. Begrünungen sorgen für Verdunstungskühlung und ausgleichende Luftbefeuchtung, binden Stäube und regulieren das Stadtklima. An den Fassaden entfaltet es hitzemildernd Wirkung, da die Abstrahlung einer Hauswand spürbar vermindert wird. Auf dem Dach wirkt es dem Wärmeinsel-Effekt entgegen und verhindert das Aufheizen von Gebäuden. Und gleichzeitig verzögert es den oberirdischen Abfluss von Wasser. Weil es keine exakten Wirkungsanalysen zum Klimawandel gibt, weil wir nicht alle Risiken und Verwundbarkeiten in unseren siedlungsräumlichen Konstellationen kennen, brauchen wir strategische Ansätze, die im Zweifel revidierbar, also fehlerfreundlich sind. Wir haben keine abschließenden Antworten. Und das sollten wir zumindest aus der vorherigen oder der früheren Debatte über die Atomkraft eigentlich gelernt haben. Kurzes Fazit. Stadtentwicklung ist ein komplexer Gegenstand. Es gibt diesbezüglich nicht nur eine Sichtweise und nicht nur eine richtige Entwicklung. Nicht alles, was möglich ist, ist auch realistisch. Nicht alles, was man wahrnimmt, ist unhinterfragbar. Und nicht alles, was machbar ist, ist auch wünschenswert. Sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist mühevolle Detailarbeit. Gerade deshalb aber ist sie wichtig. Und zwar für die ganze Gesellschaft. Ich danke für die Aufmerksamkeit und übergebe an Herrn Clark. Ja, vielen Dank nochmal. Es war übrigens meine Schuld, dass es nicht geklappt hat. Ich hatte mehrere Sticks, aber es war nicht der richtige. So. Dann müsste ich mal gucken. So, das Notwendige mit dem Schönen habe ich es genannt. Es geht eigentlich, ich möchte gerne ein Zitat von Fürst Pückler bringen, der das vor fast 200 Jahren gesagt hat. Gestattet uns, auch das Schöne hier in Anschlag zu bringen, denn ich sehe nicht ein, dass man das Schöne vom Nützlichen ausschließen sollte. Was ist denn eigentlich nützlich? Bloß was uns ernährt, erwärmt, gegen die Witterung beschützt und deshalb heißen diese Dinge nützlich? Doch nur, weil sie das Wohlsein des Menschengeschlechts leidlich befördern. Das Schöne aber befördert es noch im höheren und größeren Maße. Also ist das Schöne eigentlich unter den nützlichen Dingen das Nützlichste.
Es ist ein Projekt Gartenkultur, was wir im Rahmen der Bewerbung der Kulturhauptstadt gemacht haben mit einem Denkbottich. Es sind auch einige da, die ich dann auch begrüßen möchte und mich bedanken möchte. Und die Herausforderungen haben alle schon gesagt, die Folgen des Klimawandels, das soziale Auseinanderdriften kommt noch dazu. Und das Projekt Gartenkultur ist das Gartenkultur mit dem Gartendenken. Und Gartendenken ist das nachhaltige Gewirtschaften mit gleichzeitigem kulturellen und ästhetischem Anspruch. Einem neuen Ansatz zur Lösung räumlicher, klimatischer und sozialer Herausforderungen. Wir nennen das jetzt nicht mehr das Nützliche mit dem Schönen, mit dem Nützlichen, sondern das Nützliche hat ja immer noch so was Freiwilliges, sondern es ist etwas einfach, es ist notwendig, jetzt was zu tun, aber das eben immer mit ästhetischem und kulturellem Anspruch. Wir haben 6 große Punkte genommen: der internationale Austausch über Gartendenken als strategisches Instrument der Stadtentwicklung, Hannovers Gärten laden ein, europaweite Vernetzung von privaten und öffentlichen Gärten, Gärtnern gegen soziale Spaltung, Erhalt und Ausbau des einmaligen Erbes an historischen Parks und Gärten in Hannover, Verbesserung der Lebensqualitäten in Hannover durch mutige Projekte zur Minderung der Folgen des Klimawandels und temporäre Aktionen, also nicht immer alles festlegen, sondern immer weitermachen. Ganz viele verschiedene Punkte genommen. Ich werde nur einen Bereich mal rausnehmen, der auch schon mittlerweile ein bisschen bekannt ist. Es geht also mehr Grün auf die Innenstadt. Das ist jetzt ein Bild von Hannover. Man kann es sehen, also jetzt sozusagen nur von dem Hauptbahnhof, den man, kann man das hier oben rechts sehen kann. Das ist der Bereich, für Hannoveraner kennen das alles. Und wir haben mal mit der Firma Cora Blau, wo auch Geschäftsführer hier sind, herzlich willkommen, haben die mal geguckt, wie viel potenzielle Grünfläche auf der Innenstadt möglich ist. Hannover, typisch für viele Städte Deutschlands, die bombardiert worden sind, in den 50er bis 70er Jahren wieder aufgebaut worden, fast überall flach. Und da war jetzt die Frage, warum sollte jetzt irgendwie ein Kaufhof, warum sollte ein Eigentümer das begrünen? Das ist toll, alles die inhaltlichen Sachen sind alle wichtig, aber es kostet Geld. Und was kommt da hinten? Er spart vielleicht ein paar Euro nachher an Abwassergebühren. Das ist eigentlich nicht interessant für den. Interessant könnte es erst werden, wenn man dann zum Beispiel diese ganzen Dächer miteinander verbindet durch einen Roofwalk, der kreuz und quer durch die Stadt geht. Wie komme ich drauf? Ich komme drauf, indem ich die Parkhäuser nehme. Wir will ja sowieso weiter reduzieren mit den Fahrzeugen, dass dann eben die obersten Flächen begrünt werden. Und diese Flächen werden aber eben auch nicht kommerziell genutzt. Da kann ein Kinderspiel drauf, was auch immer, aber auch grün. Da kann man in den Aufzügen oder wie auch auf den Treppen hochgehen, wieder abgehen und dann kreuz und quer durch die Stadt gehen. Auf den Kaufhäusern, jetzt wir haben C&A, wir haben Karstadt, Kaufhof, große Kaufhäuser, das kann natürlich auch kommerziell sein. Da können Restaurants drauf sein, Cafés, wo gleichzeitig Gemüse angebaut wird, wo man dann die Tomaten direkt neben ernten kann. Und insgesamt auch das für die Kaufhäuser wieder interessant ist, aber gleichzeitig immer mit viel Grün. Das ist die Idee des Roofwalks. Das ist jetzt nur mal ganz grob mal einfach gezeigt, was potenziell möglich ist, aber eigentlich ist es noch viel mehr möglich. Und von unten würde das jetzt etwa so aussehen. Wir haben dieses Bild, wird jetzt gerade noch mal neu gemacht, wirklich professioneller. Das war nur eine erste Studie, um das einfach mal zu zeigen, was möglich ist. Wir haben hier mal von dem Bredero-Hochhaus wurde ein Foto gemacht. Und man sieht jetzt einmal über die Innenstadt den Raschplatz, dieses alles, was zu ist. Was rechts so schön grün ist, ist das neue Gebäude von der Deutschen Bahnverwaltung. Die haben immerhin schon ein bisschen grün, aber der Rest ist eigentlich ziemlich wenig. Und haben gesagt, was kann man machen, wenn man ordentlich Grün draufpackt? Dann sieht das so aus. Also da ist eine ganze Menge mehr möglich. Das ist jetzt nur ganz einfach und schematisch gemacht. Das ist das, was potenziell möglich ist, um Hannover grüner zu machen, die Innenstadt mit den Folgen eben für das Starkwasser, für die Aufhitzung oder Aufheizung der Innenstadt. Ein Bild 50 Meter über dem Bahnhof Vorplatz mit einer Drohne aufgenommen. Man sieht hinten die Marktkirche, links das Rathaus, vorne Galeria Kaufhof. Und auch hier kann man das insgesamt grün machen und eben durch diese Roofwalks zu verbinden. Das ist jetzt nur ganz grob einfach mal dargestellt. Und da finde ich wichtig, eben diese neuen Materialien mit diesem Basalt, der geformt werden kann, mit allen möglichen anderen was auszuprobieren. Wie kann ich solche Sachen so interessant machen, dass es wirklich neueste Formen einfach mal als Vision auch ausprobiert werden? Und wie kann ich dann alle möglichen Aktionen auf den Dächern, über den Dächern machen? Das ist jetzt eine
der vielen Visionen, die wir jetzt versuchen wollen. Und das ist etwas, wo wir drangehen wollen. Denn ich hatte vorhin auch im kleinen Runde schon gesagt, Hannover ist groß genug für viele gute Ideen. Und ich hoffe und ich bin eigentlich ziemlich sicher, wir sind klein genug, sie auch zu verwirklichen. Vielen Dank. Es gibt auch noch ein anderes Zitat von Ihnen. Da sagen Sie, man kann mal ruhig große Visionen entwickeln und wenn man dann scheitert, dann wenigstens grandios. Also wir haben heute hier die ganze Palette eigentlich. Und damit kommen wir zu unserem letzten Impuls für heute Abend. Und angereist aus Stuttgart ist Professor Dr. Jörn Birkmann. Er ist am Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Uni Stuttgart, kurz heißt das IREUS. Und er ist viel unterwegs, schon in Schritten, die uns hier im norddeutschen Binnenland noch gar nicht so betroffen, nämlich richtig Vulnerabilität und Klimakatastrophen. Aber was davor noch kommt, wie man sich nachhaltig vielleicht schon vorbereiten kann und was das für die Raumplanung bedeutet, das kann er uns jetzt ein bisschen vermitteln. Herzlich willkommen, Jörn Birkmann. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hannover ist mir ein bisschen bekannt, weil meine Oma wohnte hier. Von daher kenne ich auch einige Möglichkeiten des grünen Joggings und des Roofs. Das ist mir noch nicht bekannt, aber ich glaube auch, dass mit dem ganzen, sagen wir mal, Grillen etc., was man normalerweise als Jugendlicher in Grünräumen macht, wird wahrscheinlich bei Galeria Kaufhof schwierig, außer sie gehen pleite und man kann das Ganze abbrennen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich spannend und ich will als Planer vielleicht so ein bisschen kritisch hier vielleicht auch noch mal sagen, was ich so wahrnehme. Ich bin jetzt nicht der Älteste, der hier gesprochen hat, aber trotzdem finde ich es interessant, mit welcher Euphorie einige Kolleginnen und Kollegen das hier so thematisieren. Ich sehe das so ein bisschen kritischer. Der Vorteil ist, man kann Visionen umsetzen. Das war eine Vision Stadt und Zukunft 1911. In Teilen hat man natürlich auch die autogerechte Stadt nach der Bombardierung Hannovers realisiert, genauso in Dortmund, Kassel oder Stuttgart. Und der Punkt ist, man kann es im Grunde heute auch erkennen. Also Teile von New York sehen halt auch sehr autogerecht aus. Nichtsdestotrotz hat man natürlich den Central Park und auch würde man diese Stadt jetzt nicht als total grau bezeichnen. Aber man muss schon sagen, dass man natürlich auch, wenn man über Grünplanung nachdenkt oder auch Stadtgrün oder Gardening oder ja, Gärtnern gegen soziale Spaltung, da spricht man schon gegen bestimmte Trends. Das darf man auch, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Und da wollte ich ein, zwei Schlaglichter drauf werfen. Ich komme aus dem Kontext der Klimadebatte ein bisschen stärker, bin auch im Weltklimarat aktiv. Und da ist sicherlich auch eine Erkenntnis, dass Städte sich zukünftig eben auf diese neuen Klimaphänomene einrichten, wie man hier kennen kann, kann das sowohl Thema von Starkregen sein besonders, das trifft zum Beispiel auch die asiatischen Städte wie Hongkong besonders stark, aber sicherlich auch hier in den Breiten zum Beispiel der Hitzestress, aber auch sogenannte Dürren und teilweise eben auch die Starkniederschläge. Wer dachte, das trifft nur topografisch bewegte Regionen, der kann von Hannover mal nach Münster pendeln, es traf auch mal die Stadt Münster, also hier muss man sicherlich auch die Frage stellen, was heißt das dann für die zukünftige Stadtentwicklung, Stadtplanung? Da stellt uns ein bisschen vor die Herausforderung, dass wir uns eigentlich fragen müssen, was ist die Geschäftsgrundlage? Und viele Kollegen, die heute noch in der Stadtplanung arbeiten, was ja gut ist, haben ja den Anspruch, die Gesamtstadt teilweise abzubilden. Was ich vielfach sehe, egal ob wir in Stuttgart sind, da sind sehr engagierte Planer, es gibt kaum jemanden, der noch strategisch wirklich denkt oder plant. Das heißt also, hier ist der Anspruch, die Stadt als Gesamtes wirklich mit einer Strategie zu versehen, doch deutlich abgespeckt. Man hat Projekte, man möchte einzelne Großprojekte realisieren. Stuttgart ist bekannt für Stuttgart 21. Jetzt könnte man darauf kommen, der Stuttgarter Hauptbahnhof tiefer gelegt ist besonders wenig hitzeempfindlich, ist nicht schlecht. Wer sich die Größenordnung anguckt, was der Spaß kostet, wird da vielleicht andere Möglichkeiten sehen, wie man es hätte kühlen können. Also hier haben wir das Problem, dass wir vielfach eben teilweise Stadtentwicklungspläne, Planungsinstrumente, die auch Grünräume, auch vernetztes Grün, zum Beispiel in der Region Hannover betrachten würden, nicht hinreichend beachten. Und eine zweite Problematik, gerade das fand ich bei der Ausgestaltung auch dieser Frage Gartenkultur wichtig, es geht auch um die soziale Entwicklung. Das heißt, wir müssen uns eigentlich fragen, für wen planen wir? Die meisten im Raum, wenn ich das mal so sehe, würde ich sagen, über 40. Das heißt, da weiß man, in 20, 30 Jahren ist man über 65. Einige sind vielleicht auch schon über 65. Das sind andere Bedürfnisse. Sie müssen nicht zwangsläufig, außer sie hatten einen ganz interessanten Job, noch mit 70 zur Arbeitsstätte pendeln. Das heißt, sie haben einen anderen Tagesrhythmus und das sind eben auch wichtige Belange. Wir müssen den gesellschaftlichen Wandel mitdenken. Das tun wir aber vielfach nicht. Wir gucken uns Kaltluftschneisen an, wir gucken uns Klimawandel an, Gebäudehöhlen.
gehen davon aus, die meisten Leute sind drinnen, aber faktisch bei Hitze zum Beispiel möchte man ja draußen sein, egal ob der Allenriede oder im Stadtpark in Stuttgart. Das heißt also, da kommt es darauf an, dass wir auch gerade für sozial Benachteiligte, die nicht im Einfamilienhaus wohnen, wie einige Kollegen vielleicht, hier Angebote durch die Stadtplanung schaffen. Und das fällt uns immer schwerer. Hier mal dargestellt zum Beispiel auch diese Differenz. Sie sehen hier eine Stadt, die heißt Ludwigsburg, auch übrigens mit großen Barockgärten. Da in der Innenstadt ist der zentrale Hotspot im Grunde des Hitzestresses, aber die Alterungsprozesse jetzt in dunkel dargestellt, nehmen viel stärker in den umliegenden Bereichen um die Altstadt zu. Das heißt, die Bedürftigkeit, die Verwundbarkeit von Leuten wird wesentlich stärker in Ost etc. hier zunehmen. Und das sind im Grunde jetzt mal ein Beispiel, Alterung, ein Prozess, aber auch Armutsprozesse kann man hier sicherlich beachten. Man muss hier die Frage stellen, was ist unsere Antwort, wenn wir jetzt nicht grün als nur in Anführungszeichen grüne Fassade verstehen. Aber wir erleben auch Herausforderungen. Hannover ist hier, wie gesagt, so im Mittelraum, das ist nicht schlecht. Ich glaube, so 398 Euro kostet momentan so ein durchschnittlicher Quadratmeter Bauland in der Stadt. Sie müssen schon relativ viel Überzeugungskraft haben. Nicht, dass meine Vorredner aus Hannover das nicht hätten, aber wenn Sie jetzt Bauherr sind, ein 300 Quadratmeter großes Grundstück haben, Baugrenzen haben, dann müssten Sie schon relativ gut argumentieren, dass Sie die Hälfte davon freilassen. Das heißt also heute, wenn es rausgeht auf den Markt, wird bis zur Baugrenze gebaut. In Stuttgart, wo ich selber jetzt gerade ein Haus gekauft habe, liegt der Bodenwert pro Quadratmeter zwischen 1.600 und 1.800 Euro pro Quadratmeter. Grüne Fläche. Die wird dann bebaut und das geht bis zur Baugrenze, das geht auch Geschossbau, hat man da keine größeren Probleme, was man darf. Da wandeln sich Dörfer zu so unterschiedlichen Entwicklungsstadien, könnte man fast sagen. Also wie hoch es gehen darf, ist da wirklich, gibt es eigentlich keine Grenze. Und das ist sicherlich die Herausforderung. Wir reden heute über diese Gartenkultur und die Sicherung von Grünräumen bei einem Niedrigzinsniveau. Die Baugrundstücke, vielleicht nicht so stark hier noch in Hannover, aber wie gesagt, scheint Hannover vielleicht auch aufzuholen, das sind die Investitionsbereiche, auch da fließt das Geld rein. Das heißt also, heute ist Stadtentwicklung anders als 1980, als wir vielleicht die grüne Stadt diskutiert haben, mit diesen Herausforderungen konfrontiert. Und das kann zumindest so in meinem Wahrnehmungskreis auch keiner leugnen. Das heißt also, hier haben wir erheblichen Druck. Was ist unsere Antwort? Wir müssen natürlich irgendwo Freiraum sparen, wir bauen in die Höhe. Das ist nicht verkehrt, aber hat natürlich zur Folge, dass wir wieder dann den öffentlichen Freiraum eigentlich für die Erholung bräuchten, weil man eben keinen privaten Garten mehr hat. Das gelingt uns aber nur teilweise. Diese Schaffung zum Beispiel in alten Quartieren, die umgebaut werden, die verdichtet werden, da auch Gebäude abzureißen. In Esslingen zum Beispiel, in der Stadt neben Stuttgart, gab es eine Bürgerinitiative, wir wollen nicht Peking werden. Wer das so sieht, das sind Leute, die im hohen Management bei Daimler arbeiten, da ist nichts Peking. Trotzdem war natürlich die Angst, durch so eine Verdichtung würde man die Stadtstruktur, die Sozialstruktur im Grunde gefährden. Auch der U-Bahn-Bau in Stuttgart hat einen bestimmten Teilbereich der Stadt ausgespart, weil das Klientel dort gesagt hat, wir wollen uns jetzt nicht plötzlich sozial in eine Abwärtsspirale drehen, wenn ein U-Bahn halt ist. Das heißt also, hier gibt es auch sehr starke Widerstände, die man bei dem Thema beachten muss. Damit wollte ich eigentlich auch enden, einige Impulse hier geben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gastronomischer Augenblick, einen Moment. Gut. So, Herr Birkmann, ich glaube, Sie haben jetzt den Part der Dystopie hier schon heute für sich übernommen. Während Herr Clark schon ein bisschen mit den Basaltsteinen von Frau Sauer geliebäugelt hat in der Planung. Das klang ja jetzt erstmal, ich greife mal diese letzten Aspekte auf, das klang ja jetzt quasi nach einem unüberbrückbaren Widerspruch. Also das, was unter Urbanisierung läuft, weiterbauen, höher bauen, mehr bauen. Also die klassische Urbanisierung mit mehr Menschen in der Stadt und mehr gefordertem Wohnraum scheint ja, so wie es bei Ihnen so ein bisschen anklingt, total entgegen der Wünsche und Planungen, die wir heute sonst noch so angesprochen haben. Wie, ich fange mal bei Herrn Clark an, wie
sehen Sie denn das Bewusstsein? Wir haben das vorhin schon ein bisschen angesprochen. Es gibt, glaube ich, so drei große Gruppen. Das eine ist so ein bisschen Politik. Wie haben die das im Blick? Dann kommt danach so die Planungsebene über Studierende, Architekten, Raumplaner, die dabei sind. Und dann sind wir noch bei den Bürgerinnen und Bürgern. Wie erleben Sie denn da die Wahrnehmung für die Wünsche, die hier so aufeinanderprallen? Also ich kann es für Hannover sagen, also die Wahrnehmung in Richtung Grün ist sehr stark. Also man verteidigt auch das Grün. Es gibt ja bei Kleingärten, wir haben 20.000 Kleingärten und wenn da angefasst wird, gibt es schon große Aufregung, zu Recht auch. Und Politik selber hat, also interessant, die haben zum Beispiel diesen Roofwalk selber neu erfunden, nochmal mit dem Wort auch noch, und fanden das insgesamt gut und dass man was machen muss. Es geht ja so nicht weiter, das wissen wir alle. Und nur einfach weiter zu bauen und alles dicht zu bauen, hilft auch nichts. Also dann wirklich kluge Sachen zu machen, wie kann ich nachverdichten, wie kann ich halbwegs intelligent nachverdichten, so dass es trotzdem das Grün noch oder diese positiven Wirkungen des Grüns noch da sind. Und für mich, so für die Innenstadt, war es einfach, dass es dann, wenn das jetzt wirklich, falls das verwirklicht werden sollte, wir sind auch da schon ganz gut dran dabei, also nicht nur Visionen. Und dann kann man wirklich gucken, dass dann eben die Mieten oben bleiben, dass die Innenstadt selber noch als Einkaufsstadt vielleicht so interessant wird, weil gegen das Online-Shopping kommt man mit normalen Sachen nicht mehr gegen an. Es ist dann ein Erlebnis zu kommen, touristisch als auch sonstiges. Und dadurch dann auch so eine Innenstadt lebendig zu halten. Und das muss man mit anderen Möglichkeiten auch machen. Herr Birkmann, haben Sie denn noch so ein bisschen für so ein bisschen Ad-Hoc-Lösungen, so ein bisschen Luft? Also wo sehen Sie denn Räume, die man vielleicht noch ein bisschen kurzfristiger gestalten kann? Ich muss ja Gott sei Dank jetzt hier nicht die Planungspraxis vertreten. Könnte natürlich auch um die Umwidmung bestimmter Flächen, denke ich, ganz gut hier in Hannover einiges machen. Und Hannover hat ja einen Vorteil, es ist noch nicht so dicht wie einige andere Bereiche und in Teilen hat man wahrscheinlich auch Flächen, die kommunal erworben werden können. Nur man hat den Konflikt, das darf man nicht vergessen, man baut entweder hier oder man baut im Umland. Das Umland ist auch schön, keine Frage, aber wir haben das Thema Feinstaub. Wenn das grüne Stadtthema jetzt nicht nur ein Park ist, sondern auch irgendwie die Umweltqualität, müssen wir eben auch schon überlegen, wie können diese Landeshauptstädte jetzt von Hannover mal weitergedacht auch Bauland realisieren, ohne dass das zu massiven Konflikten führt. Und zumindest, was ich so erkenne in Süddeutschland, aber auch, das bräuchte eigentlich eine stärkere Planung und auch eine Durchsetzung. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn jetzt der Quadratmeterpreis deutlich höher ist oder auch jetzt zum Beispiel zukünftig hier sehr stark ansteigen wird, dann ist Ihr Haus vielleicht plötzlich 600 bis 1 Million Euro wert und haben einen schönen Blick und plötzlich davor dann zwei Geschosse höher zu bekommen, der Blick fällt weg, das ist dann schon eine andere Dimension, als wenn man das in Anführungszeichen irgendwo theoretisch diskutiert. Das heißt also, hier ist sicher immer die Frage, was für Potenzialflächen hat man wirklich? Diese grünen Dächer und so, das finde ich eine spannende Idee, aber sie löst ja im Grunde jetzt, ist keine Antwort auf die Frage von bezahlbarem Wohnraum oder den Konflikt zwischen echten Freiräumen in der Stadt versus Bebauung. Und den habe ich einfach, den kann ich auch nicht ausradieren. Gibt sicherlich ein paar Brachflächen, die auch in Hannover zur Verfügung stehen. Aber was ich so sehe, die Zeitstufen ist, und muss schnell gehen, also zumindest in Stuttgart, in der Diskussion, auch in München, da können wir uns nicht leisten zu sagen, wir haben in 10, 15 Jahren eine Antwort. Da geht es jetzt darum, entweder die Stadt Stuttgart oder vielleicht auch die Stadt Hannover oder das Umland. Eins der beiden wird diesen Wohnraum, die 20.000 oder 60.000 Wohnungen in den nächsten 5 bis 8 Jahren an Bauland zur Verfügung stellen müssen. Und das ist, glaube ich, ein wirklicher Konflikt. Und da finde ich es wichtig, dass man zumindest auch dieses Thema grüne Stadt, was sind da Lösungen, grüne Region sogar, stärker in den Fokus rückt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schwarzmalerisch, aber ich glaube, das muss man auch sagen. Es gibt bestimmte Konflikte und hier ist eben nicht nur die Frage, was in Hannover passiert, sondern auch, was im Umland gerade passiert. Ja, ich glaube auch, man kann das gar nicht immer ganz so getrennt diskutieren. Da kommen wir auch nochmal drauf. Kurzer Hinweis an Sie. Sie haben ja Zettel gekriegt, beziehungsweise Fragekarten. Folgendes Konzept wird heute eingeführt oder beziehungsweise fortgeführt. Sie können schon Fragen notieren. Vielleicht lassen Sie dem Publikum noch ein bisschen Luft, so dem Podium noch ein bisschen Luft, so die ersten Aspekte zu setzen. Dann können Sie gern schon die ersten Fragen notieren. Wir werden die dann hier auf der Bühne so gut es geht und so schnell wie möglich mit einarbeiten. Ich habe nur eine Bitte, schreiben Sie leserlich. Ich habe Unterstützung, die Kollegin wird das ein bisschen vorsortieren, damit wir nicht alles doppelt haben gegebenenfalls, aber schreiben Sie leserlich, das macht es mir dann doch gleich etwas einfacher. Und am Ende der Podiumsrunde werden wir auch nochmal mit dem Mikrofon zu Ihnen kommen. Das heißt, es gibt durchaus Möglichkeit, sich so kurz- bis mittelfristig hier nochmal einzuklinken. Und wenn Sie
Zettel abgeben wollen, dann wird Frau Wetzel das für Sie dann alles einsammeln. Gut, ich überspringe mal kurz Frau Sauer und gehe mal zu Herrn Kaltenbrunner, weil das gerade so schön anschloss. Sie haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass die ganze Planung ein sehr kleiner, kleinteiliger Prozess ist. Es wird nicht die eine große Lösung geben. Haben Sie, wenn Sie mit Kollegen diskutieren oder auch selber in dem Buch Die Stadt der Zukunft, Schwerpunkte gesetzt, wo man zügig ansetzen kann oder auch vielleicht das Gesamtkonzept stimmt? Also ich glaube, da habe ich eine gewisse Nähe zu Herrn Birkmann. Also Stadt ist für mich ein soziales Kunstwerk und es gibt vielerlei Facetten, die ihre Berechtigung haben, ihre gesellschaftliche Berechtigung. Insofern ist Planung, die Kunst, alles irgendwie miteinander irgendwie in einen Ausgleich zu bringen, ohne das Gemeinwohl zu vergessen. Also ich will jetzt nicht jetzt lobend die Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte erwähnen, von der ich glaube, dass sie viel zu sehr einem irgendwie neoliberalen oder ökonomischen Kalkül folgte, der auch die jeweiligen Stadtregierungen irgendwie anheimgefallen waren. Ich nehme da einen Wandel des Gesamtstimmungsbildes und auch der Herangehensweise wahr. Und ich würde das gerne unterstützen. Ich glaube, dass zum Beispiel der Aspekt Grün einen hohen emotionalen Wert hat, also der Mobilisierungskapital hat. Aber es gibt für mich keinen Gegenstand der Stadtentwicklung, der frei ist von inneren Widersprüchen. Und die müssen sozusagen mitbedacht werden. Also Sie haben es erwähnt, ich habe es auch erwähnt, diese Nutzungskonkurrenzen, die sind übermächtig. Ich würde es sehr gerne sehen, sozusagen so eine städtische Gesamtentwicklung zum Gegenstand zu machen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten immer eher Einzelprojekte oder Einzelflächen wurden Gegenstand einer bevorzugten Wahrnehmung oder auch Beplanung oder mit politischer Aufmerksamkeit bedacht. Das halte ich für problematisch. Und ich glaube, dass man dann auch die Wechselwirkung zu anderen Aspekten sehen muss. Also sozusagen die verkehrlichen, also sozusagen auch die Frage, welchen Wert wird in der künftigen Stadt das Automobil einnehmen oder kann das sozusagen teilweise wenigstens ersetzt werden durch einen hochattraktiven ÖPNV. Sozusagen die Frage des Wohnens ist ganz zentral. Wir dürfen nicht vergessen, dass Städte immer noch der Ort sind, wo Geld erwirtschaftet wird. Und das alles muss in Verbindung gesetzt werden mit dem Grün. Und man darf nicht vergessen, dass wir Tendenzen haben der Besitzstandswahrung. Das hat Herr Birkmann auch angedeutet. Also das, was da ist, sozusagen zu überhöhen und damit Neues zu verhindern. Und ich glaube, dass auch Fragen der Nachverdichtung in den Städten, ich halte sie für nötig. Ich glaube, sie sind nur zu beantworten, wenn damit Qualitäten geschaffen werden, die besser sind als das, was jetzt schon da ist. Nur dann wird man Überzeugung herstellen können. Aber das ist immens viel Arbeit und das wird Kosten verursachen. Kennen Sie denn ein gutes Beispiel, wo diese Nutzungskonkurrenzen, wie Sie das nennen, schon mal ganz gut gelöst wurden, im vielleicht kleineren bis mittleren Rahmen? Geht natürlich auch gern an Herrn Birkmann, falls Sie eine tolle Stadt kennen oder irgendwas, wo es schon Fortschritt gab in diese Richtung. Ja, es hat jetzt wenig mit Grün zu tun, aber ich finde bestimmte Entwicklungen, ich würde sie mal hybride Gebiete nennen, also die fast eine Rekultivierung dessen sind, was man vor 150 Jahren Kreuzberger Mischung nannte, in Berlin, wo sozusagen Wohnen, Arbeiten auf eine neue Art zusammengeht. Also der Umbau des Haus der Statistik in Berlin, sozusagen, das ist ein für viele abschreckendes Plattenbauprojekt in der Nähe des Alexanderplatzes, aber das jetzt neu kodiert wird. Und solche Projekte halte ich für ganz wesentlich, also eine ganz andere Herangehensweise. Da werden auch Bürgerinitiativen mit einbezogen und es gibt nicht mehr die klassische Angebotsplanung der Kommune, die sagt, ja, hier haben wir eine Grünschneise und dort haben wir ein Wohngebiet und das Gewerbegebiet machen wir so schräg dahinter, sondern man pinkt alles in irgendeiner Form zusammen und denkt auch sozusagen die Aspekte des Grüns und andere infrastrukturelle Aspekte mit. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, für die das Projekt jetzt nicht kennen, wie haben die das jetzt gelöst? Also das ist ein Projekt, das vor allem im Bestand, also sozusagen ein Plattenbau mit angelagerten, in DDR-Deutsch hieß das Funktionsbauten, sozusagen umgewidmet wird und sozusagen vielfältigen Nutzungen des Arbeiten und Wohnen zugänglich gemacht wird. Aber es gibt ein anderes Projekt, Fritz 23, nach der Friedrichstraße benannt, das
in so eine ähnliche Kerbe schlägt. Also das ist sozusagen eine Art Baugruppenprojekt, das auch sozusagen gewerbetreibende Wohnungsding mit einbezieht. Und das sind für mich Herangehensweisen in der Stadt, die ich, also wie soll ich sagen, neue kulturellen Modi, die ich gerne übertragen wüsste und auch unter Einbeziehung der Belange des Grüns. Frau Sauer, Sie haben ja einen sehr innovativen Ansatz. Da kommen, glaube ich, Materialien. Ich behaupte mal, also ich jetzt als total nicht irgendwie in Architektur verhaftet, fand das sehr neue Aspekte. Vielleicht geht es dem einen oder der anderen hier auch so. Haben Sie das Gefühl, dass das Bewusstsein für die Optionen, die Sie auch so bieten, auch wenn Sie noch so ganz am Anfang sind, schon ausreichend sind oder herrscht da auch noch große Unwissenheit? Unwissen, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wo und bei wem. Sagen wir mal, relevant sind wahrscheinlich zum einen Bauherren, es sind die Planer und es ist aber auch die Bauindustrie. Die muss man sich auf unterschiedlichen Ebenen anschauen. Die Bauindustrie, die Bauproduktehersteller, ist ein unglaublich behäbiges Metier, die Dinge nur umstellen, wenn sie sich auch sicher sind, dass das Produkt sich so und so viel mal verkauft und dass das sozusagen auch ein Gewinn ausmacht für sie. Das kann man aber, wenn man jetzt mit so einer Idee zu einer großen, zum Hersteller geht, erstmal nicht nachweisen. Das heißt, wir brauchen eigentlich Leuchtturmprojekte und da sind dann die Planer und Bauherren, die da mitgehen, gefragt, solche Beispielbauten mal zu machen, um dann eben zu zeigen, ja, es funktioniert eigentlich, es sieht spannend aus, es macht was für die Umgebung, es funktioniert, es hat einen neuen Nutzen, es ist preisgünstig, wie auch immer. Das funktioniert auch oft noch nicht in der ersten Generation, dann muss man noch mal weiter testen. Aber da gibt es einfach Kanäle, die man so langsam durchkneten muss. Und also wir versuchen einfach stark, Sie haben es ja gesehen, das sind alles noch keine fertigen Produkte, aber in der Forschung zu agieren und in der Forschung aber auch immer Industrie schon mit einzubinden. Also im Moment gibt es ein Produkt, wo wir noch mal wirklich ein Stück weitergehen, ein Forschungsprojekt, wo wir ein Stück weitergehen, ein richtiges Produkt entwickeln für eine adaptive Fassade, die sozusagen nur durch Sonneneinstrahlung, so wie das, was ich gezeigt habe, dort funktioniert. Und da ist ein Hersteller dabei, der im Prinzip solche großen textilen Fassaden schon weltweit anfertigt. Und ich glaube, sowas braucht man, um dann auch einen Schritt weiter zu gehen. Ansonsten ist sogar unter Architektenkollegen sind diese ganzen sogenannten neuen oder Smart Materials so gut wie unbekannt. Dass man mit Textil was anderes bauen kann als nur Membranen, ist komplett unbekannt. Also wir sind hier auf ganz neuem Terrain, muss ich sagen. Also merke ich eigentlich immer wieder. Frau Sauer, ich hätte da eine Frage zu den Kosten oder meinetwegen prospektiven Kosten. Ich vermute mal, dass jetzt in der Experimentalphase im Vergleich zu herkömmlichen Materialien die Kosten weitaus höher sind. Aber haben Sie eine Art Prognose, wo das hinlaufen könnte, wenn es vielfachen Einsatz findet? Ja, also man muss es ja immer mit bestehenden Systemen vergleichen. Das Forschungsprojekt, was ich gerade erwähnt habe, vergleichen wir während der Entwicklung schon mit bestehenden Sonnenschutzsystemen. Das ist erstmal kein absolutes Niedrigpreisprodukt, aber es ist sozusagen, wenn man die Kosten nutzen, Lebenszyklus sich anschaut mit herkömmlichen Systemen, die auch mechanisch betrieben sind, wo ich dann natürlich auch Wartungskosten habe, wo ich einen Antrieb habe, der dann eben entsprechend Energie generiert oder benötigt. Also das lassen wir da schon alles mit einfließen. Und zum Beispiel das Material, was ich gezeigt habe, die Basaltfaser, ist eigentlich eine technische Faser, technisches Material, was fast so gute Eigenschaften hat, technische wie Carbonfaser, das kennen Sie sicher schon, Carbonfaser ist ja geläufig, die ist eben extrem zugfest und kann entsprechend in Kompositmaterialien meistens eingesetzt werden. Carbonfaser ist ein reines Naturmaterial, wird nicht aus Erdöl hergestellt, also Basaltfaser ist reines Naturmaterial, wird nicht aus Erdöl hergestellt wie Carbonfaser. Fast die gesamte Erdkruste besteht aus Basalt. Wir haben riesige Vorkommen und es ist günstiger als Carbon. Warum hat sich es noch nicht durchgesetzt? Weil die Carbon-Lobby einfach sehr, sehr groß ist und es da jetzt sehr viele Produkte gibt. Ist auch richtig, dass man da weiterentwickelt. Aber aus dem Grund haben wir uns zum Beispiel Basaltfaser näher angeschaut, weil wir gesagt haben, es ist zum einen nachhaltigere und letztlich eine günstigere Alternative, mit so einem Material zu
arbeiten. Und wir hoffen, die Industrie, die Basaltindustrie, war sehr glücklich darüber, dass es diese Bilder von diesen Projekten jetzt gab. Das war nur ein Projekt, was wir generiert haben, dass sie über solche Projekte, die jetzt kein Produkt sind, aber die zumindest Ideen oder Bilder generieren, dann auch mit ihrem Produkt oder mit ihrem Material dann auch besser in den Markt reinkommen. Die Fragezettel werden gerade zwischendurch eingesammelt, falls Sie es nicht gesehen haben, die Kolleginnen sind da oben, die können Sie einfach abgeben. Gut, dann kristallisieren sich ja jetzt hier schon Prozesse raus, die mittel- bis langfristig zu verfolgen sind, sowohl in der Planung als auch in der Materialentwicklung. Dann gibt es ja aber auch durchaus Möglichkeiten, vorhandenen Raum offenbar umzunutzen. Herr Clark hat das ja in seinen Visualisierungen schon gehabt. Haben Sie denn den Eindruck, dass wir schon sensibel genug dafür sind, so gewisse Räume uns auch wieder zu erobern? Also ich mache mal kurz ein Beispiel, wo es mir das letzte Mal aufgefallen ist. Das ist natürlich dann in Hannover, direkt vorm Schauspielhaus, die Linie 10 stillgelegt und die Hälfte der Straße wird quasi nur noch in Einbahnstraße befahren. Man könnte Autos umleiten, einmal um den Block, um den Fahrtweg fortzusetzen. Ansonsten passiert da gar nicht so viel. Und das Erste, was nach der Stilllegung passiert, Parkplätze. Es wird zugeparkt. Es sind ja nicht mal Parkplätze. Es kommen halt einfach Autos und stellen sich dahin. Und das schleicht sich dann so halblegal da ein. Und gegenüber der Schauspielhaus steht dieses wunderbare, schöne, alte Amerika-Haus, auch schon seit Jahren nicht genutzt. Und ich habe so gedacht, warum ist eigentlich keiner von uns schneller, diesen Bereich der Straße grün zu machen, kulturell mit irgendwelchen temporären Projekten zu nutzen, sondern zack, es ist schon für die Autofahrer. Sind wir einfach noch nicht gut genug, irgendwie Räume zurückzuerobern? Ich glaube schon, dass man es macht. Also es ist ja eine für die Hannoveraner, das geht ja vom EG, die alte Straßenbahntrasse, die bis zum Bahnhof geht, einmal quer durch. Und ich bin jetzt mit dem neuen Leiter des Fachbereiches Stadtentwässerung und auch mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün sind jetzt schon dabei, auch zu gucken, ob man nicht diesen Bereich, eben wenn das jetzt wieder hergestellt wird, also die warten bis diese Bahn, diese an der Theaterstraße, an Thielenplatz, die Bahnunterführung wieder oder fertig ist. Und ich habe dann gesagt, warum wollen wir wieder drei Bäume pflanzen, hilft ja dann auch wieder nichts. Und ob man nicht jetzt diesen ganzen Bereich vom Egidientorplatz bis zum Bahnhof, das eben als Grünfläche aber tiefer legt. Und genauso, was Sie schon gesagt haben, das eben als Überschwemmungsgebiet, als Retentionsgebiet zu nehmen, dass es so tief ist, wenn es regnet, ist es nass und voll und Wasser geht sowieso keiner. Ansonsten ist das dann nachher eine grüne Fläche und die so ist, dass sie dann, wenn da selbst ein SUV drauf ist, dann knackt da unten die Achse. Das ist dann auch schon mal wichtig. Man muss ja mitdenken, ne? Ich wollte das böse Wort jetzt nicht gleich wieder als Erster sagen. Die tiefer gelegten schaffen es ja sowieso nicht, aber die hohen kommen dann auch nicht mehr drauf. Aber auch Ihre Idee von den Roofwalks, was gibt es ja? New York ist ja eins Ihrer Beispiele, gibt es ja. Das war ja einfach. Also es ist die Highline, die kennt ja auch jeder, das ist eine alte Trasse, das ist ja nun wirklich nicht schwierig zu machen, auch jetzt gerade wegen der Belastung, da sind früher die Bahnen drüber gefahren, da passen auch noch ein paar Leutchen drauf. Das ist nicht das Problem, aber es hat sich ja auch gezeigt, dass das jetzt eine der größten Touristenattraktionen der Stadt ist und New York ist ja nun nicht gerade wenig Touristenattraktion, gleichzeitig auch die Immobilienpreise rundherum in die Höhe geschossen sind. Also das ist eben auch etwas wieder, wo es wieder um Geld geht und wir sind schon dabei, auch mit Eigentümern in der Innenstadt, also auch größere Eigentümer auch schon zu begeistern. Und die ersten haben auch schon Letter of Intent geschickt, dass sie da mitmachen wollen. Also das ist schon etwas, wo, glaube ich, schon so ein bisschen der Nerv getroffen ist. Dass, wie gesagt, das haben Sie ja schon gesagt, das ist der Größenwahn, ne? Aber wer nicht groß anfängt, kann, also wer klein anfängt, wird kleiner. Wenn man ganz groß anfängt, ich habe keine Ahnung, was daraus passiert, aber es könnte etwas sein, weil wir müssen was machen und sonst ist die Innenstadt, dann sieht es nachher aus, ich weiß nicht, also Dortmund oder Essen, wo ich das ziemlich, diese 1-Euro-Shops überall waren, das sah nicht schön aus. Da gibt es eine Mall und der Rest ist unten durch. Dann wird die Stadt finanziert nicht mehr in die Belege und das sieht richtig schlecht aus und es geht ganz schnell runter. Und das sollte eigentlich in Hannover nicht passieren. Noch sind wir relativ hoch, aber man muss was machen, damit auch diese Sache nicht passiert. Herr Birkmann. Ja,
vielleicht eine Anmerkung. Also Dortmund und Essen kenne ich relativ gut, aber nichtsdestotrotz haben die natürlich auch einen anderen Strukturwandelkontext. Das ist ähnlich wie die Bodenpreise zwischen Hannover und München ein bisschen. Ich glaube, es ist schon sicherlich wichtig, diesen Hofburg auch zu promoten, um so diese grüne Stadt. Nur man darf das nicht als Nebenkriegsschauplatz irgendwie abgeschoben werden, sonst wird das ein Beschäftigungsprogramm für politisch Andersdenkende, glaube ich. Man muss schon die Frage stellen, ähnlich wie Sie das hatten, wir wollen die Fußgänger nicht. Ne? Die 70er-Jahre, 50er-Jahre-Idee in Hannover, Kassel war, die Fußgänger, ähnlich wie heute im Kröpke, die können unterirdisch, die brauche ich oben nicht mehr. Da oben brauche ich die Autos, entweder unterirdisch kanalisieren oder jetzt aufs Ruf. Ich habe so die Vorstellung, meine Generation oder zumindest auch meine Kinder, die wollen schon ebenerdig irgendwie in den Laden kommen. Und da wäre es schon gut, wenn auch die Innenstädte das akzeptieren. Ich finde auch, Hannover kenne ich, wie gesagt, so ein bisschen historisch. Da hat man in der Innenstadt auch einiges verkehrsberuhigt. Das sah früher mal ganz anders aus. Und heute kann man bis zur über die Leine da joggen, dann bis zu dem See. Ein bisschen viele Ruderclubs, die das alle verstopfen. Aber zumindest hat man eigentlich eine relativ klare Grünachse. Aber trotzdem müsste man das eigentlich auch fördern. Man sollte sicherlich hier diese Rufidee finde ich innovativ, das ist auch irgendwie so ein spannender Gedanke, nur man darf eben nicht vergessen, wenn wir wirklich ein bisschen Verkehrswende wollen, was passiert in Zukunft? Wir werden autonomes Fahren bekommen. Autonomes Fahren kostet nichts mehr, wenn ich dann ins Umland pendle. Da kann ich auch die 16-Jährigen in autonomes Fahrzeug stecken. Das braucht natürlich hier wieder einen Parkplatz in der Innenstadt. Aber das heißt also, da will ich den Druck noch stärker haben, dass dieser Verkehr tendenziell in großen Kernräumen zunimmt oder Ballungskernen, auch wie Hannover einer ist. Und das heißt also, hier muss ich schon gucken, dass ich auch diese Grünstrukturen auf dem normalen Niveau wirklich auch förder und so Achsen auch bilde, wo man dann eben neben dem Laufen oder neben dem Urban Gardening auch in Anführungszeichen seine Mobilität, aber vielleicht auch für Leute, die hier noch nicht wohnen, die vielleicht aufgrund der Erwerbstätigkeit hier hingezogen werden, vielleicht möchten die ein großes Grillfest machen, den kann ich in Anführungszeichen nicht nur so einen Walk geben, sondern ich glaube, da müssen diese Grundstrukturen auch nochmal stärker durch wirkliche Planung gesichert werden und auch Stadtumbau passieren. Wir haben immer die Vorstellung gehabt, Stadtumbau ist im Wesentlichen soziale Stadt, die Stadt soll schöner werden, kann man auch hier machen, wenn man vom Flughafen kommt, sieht man einige Bereiche, das könnte schöner werden, aber wir müssen eigentlich versuchen, das eher Richtung auch Grünstrukturen zu nutzen und jetzt nicht nur zu sagen, uns ist als eine Mal in der einen Verhandlung des Stadtrats dann das soziale Thema besonders wichtig und dann machen wir den in der anderen Veranstaltung, tauschen wir uns inhaltlich mal gerade aus und diskutieren plötzlich das Grün, sondern wir müssen es verbinden und ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben, weil wie gesagt, solche integrierten Konzepte findet man wenig und auch mit den Städten, denen wir zusammenarbeiten, egal ob Bonn oder Ludwigsburg, ist vielfach so die Akzeptanz zum Beispiel zwischen Sozialplanung und Umweltplanung, die ist gar nicht so hoch. Also man hält sich so doch eher für unterschiedliche Pole mit auch unterschiedlicher Sinnhaftigkeit. Ist ja auch für einen eigenen Job gut, wenn man das Gefühl hat, man ist wichtiger. Aber das heißt also, die Integration ist nicht ganz leicht. Ich komme da gleich mal auf die... Ja, na klar. Also das ist ja nur eines von ganz vielen Projekten. Das ist jetzt mindestens herausragend. Aber das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist selbstverständlich ganz viel und eben auch gerade... Das Soziale und das Umweltbereich wirklich zusammenzuführen, weil das eine geht nicht ohne das andere. Und ich kann jetzt auch nicht die ganze Stadt so grün machen, dass keiner mehr betreten kann. Dass ich das zum riesen Naturschutzgebiet mache, das ist vollkommen klar. Sondern es ist immer zusammen, wie kann ich das Ganze machen, aber eben immer mit den Menschen und möglichst nicht über Verbote, sondern über Visionen und Erlebnisse, dass man das also positivsten Sinn, dass also ohne dass es Events sind, sondern ein Erleben und das ist das Besondere eben an Gärten, dass sich das oder an dem Grün im niederschwellig, sowohl arm als auch reich, ob es Gärten oder andere Grünflächen sind, in der Regel sozial durchmischt und eben mit allen Sinnen das Ganze zu erleben. Das ist das Besondere an dem Grün eben auch und an Parks. Wir kommen da auch noch mal drauf, so die Ideen mit Parks und Tag der Park und auch die Gemeinschaftsgärten, die hier ja auch schon in Hannover durchaus preisgekrönt sind, greife ich gleich noch mal auf. Ich bin erstaunt, Sie sind, glaube ich, der Erste, der auf genau dieser Strecke so rund um das hohe Ufer die Ruderclubs als das größte Verkehrshindernis sieht, während wir da oben immer alle von dreispurig auf zweispurig kommen wollen, haben Sie die Ruderclubs entdeckt. Ich möchte nochmal zu Herrn Kaltenbrunner kommen, weil Sie auch unter anderem in Ihrem Buch oder auch eben in der Präsentation sehr wohl darauf hingewiesen haben, dass die Teilhabe ein wichtiger Aspekt ist und dass man sich auch öffentliche Räume ein bisschen zurückerobern muss, ohne dass es immer einfach nur so eine Piazza-Abbildung wird. Sind das Ideen, die Sie da aufgreifen können oder die Sie auch für realistisch halten, dass man so ein gewisses Grün im Sinne von integrierter Verkehrsplanung und gemeinschaftlichem Leben aufzieht?
Ich bin schon der Auffassung, aber wie gesagt, das sind intelligente Gesamtkonzepte gefragt und das ist das Entscheidende. Ich glaube, das, was Herr Clark vorgestellt hat mit diesen Roofwalks, das ist erstmal ein Hingucker, wo man Leute mitnehmen kann. Also diese Bilder generieren auch Wünsche sozusagen und auch in der Politik findet das schnell Anklang. Aber ich glaube, es muss dann flankiert werden. Da kommen andere Aspekte auch mit hinein. Sie haben es, glaube ich, auch angesprochen mit diesem Strukturwandel, der sich zumal in den Innenstädten abbilden wird mit dem Online-Shopping. Also sozusagen, es wird wahrscheinlich Kaufkraft irgendwie anders fließen und sozusagen der Einzelhandel wird zunehmend unter Druck kommen. Sie haben das auch mit diesen 1-Euro-Läden angesprochen. Also denke ich, muss man solche Sachen auch flankieren, vielleicht mit Zwischennutzung an bestimmten Orten mal irgendwas zuzulassen, an Teilhabe, die von Gruppen, die bislang kaum ein Mandat haben in der Stadtentwicklung. Das heißt aber auch Offenheit sozusagen in Gemeinderat oder in Fachämtern, dass solche Gruppen sozusagen auch sozusagen legitime Ansprüche formulieren und wie man die integriert in ein plausibles Gesamtkonzept, genauso wie das Grün. Aber bei dem Grün hätte ich noch mal die Frage, ich habe mal 10 Jahre beim Senat in Berlin gearbeitet für städtebauliche Großprojekte und man hat viel gearbeitet mit städtebaulichen Verträgen, mit Investoren und dort wurden die auch dazu verdonnert, bestimmte Grünflächen sozusagen zu errichten. Und dann gab es immer enorme Querelen, wenn das Land oder der jeweilige Bezirk diese Grünflächen dann übernehmen sollte, weil das Personal und das Geld für die Pflege und für den Unterhalt nicht da war. Und das ist also so banal das klingt, sozusagen ist das ein restriktives Element in ganz vielen Planungen, die eigentlich irgendwie mitgedacht werden müssen. Und das spielt gerade bei dem Grünthema, also dem ich attestiere, einen hohen emotionalen Bindungswert zu haben, glaube ich, eine große Rolle. Ja, bitte. Ja, da würde ich gerne noch mal einhaken, weil ich mich dafür aussprechen würde, dass wir natürlich geht es um Grün, aber es geht eben auch, denke ich, um, ich mochte so diesen Schwammbegriff, den Sie verwendet haben, Herr Clark. Also das war jetzt Sponge City, aber Herr Kaltenbrunner, Sie waren es. Sie waren es, genau. Das heißt, das kann grün sein, das können aber für mich auch allgemein sozusagen im übertragenen Sinn Schwämme sein. Ja? Das könnten soziale Schwämme sein, wo ich sozusagen Nutzungen habe, die sonst eigentlich nicht so 1:1 Platz finden, die oder Nutzungen, die jetzt zum Beispiel energetisch sind, wo ich Solarpaneele aufstellen kann, wo ich Wasserspeicher habe, was vielleicht kein Grün ist, den ich dann vielleicht auch als Teich oder zur Kühlung nutzen kann. Und da kommt dann für mein Dafürhalten kommen die neuen Materialien auch wieder rein. Ich habe es ja gezeigt, also zum einen gibt es die Dachflächen, was aber im Prinzip 1:1 erstmal die Grundfläche ist, die wir versiegeln. Und dann haben wir die 4 Fassaden noch drumherum, die wir eben auch nutzen können. Und wenn wir anfangen, über Fassaden nachzudenken und Klimatisierung und eben über Oberflächen, die dort Energie generieren können oder automatisch Sonnenschutz generieren können. Und ich denke, jedes Gebäude muss eigentlich so konzipiert sein, ich habe das Bild von dem Wald am Anfang gezeigt, kein Baum im Wald steht für sich, sondern der macht was, der wirft Blätter ab, die sind wieder gut fürs ganze System. Es ist ein System und wir müssen Stadt als System denken. Und wir hatten jetzt energetisch gesehen zum Beispiel, haben wir jetzt Niedrigenergiehäuser, dann kam Nullenergiehaus, dann kam auf einmal Plus-Energiehaus. Also können wir nicht, und das geht dann aber auch in Eigentümer- oder Betreiberkonzepte rein, können wir nicht Gebäude so denken, dass sie nicht nur für sich selber was Gutes tun, zum Beispiel ich mache jetzt eine Fassade oder kriege Goldstatus oder Bronzestatus oder so, weil ich ein gutes Energiekonzept für meinen Bauherrn habe oder für mein Gebäude habe. Nein, es muss noch einen Schritt weiter gehen. Ich muss auch noch zusätzlich was Gutes für die Stadt tun. Ein Gebäude steht nicht für sich allein in einer Stadt, sondern es hat eben ganz viel mit den Straßen drumherum zu tun, mit dem sozialen Gefüge drumherum zu tun. Ich glaube, sowas wäre ein tolles Konzept, was dann auch wieder in Ihre Skywalks hineingehen könnte, dass es das Betreiberkonzept eben ist, nicht Stadtstraße das da oben zu machen, sondern es ist ein Surplus und die Eigentümer der Gebäude bespielen das auf ihre Art und errichten soziale Schwämme oder Energieschwämme oder grüne Schwämme auf den Dächern, die von Surplus sind, ja, für die Stadt. Herr Kaltenbrunner noch und dann können Sie gleich.
Aber es ist ja gut, wenn sich so eine Diskussion entspannt. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde die Behauptung aufstellen, dass Grün in der Stadt auf keinen Fall gleichzusetzen mit herrschaftlichen Landschaftsgärten. Die sind ein Element, das kulturell und historisch tradiert ist. Aber ich glaube, es geht ganz stark darum, andere Arten von Freiräumen anzubieten, die sozusagen die Klima angepasst sind, also sozusagen die wenig Pflegeaufwand haben. Und für mich ist ein Beispiel dieser Park am Gleisdreieck in Berlin, der so eine seltsame Mischnutzung, auch das nochmal dieses Hybride, was ich vorhin erwähnte, ein Teil alter Gleisanlagen, Teil irgendwie von Sportflächen, unheimlich gut angenommen von Jugendlichen irgendwie, die mit den Skateboardern da lang fegen und irgendwie extrem strapazierfähig. Also sozusagen, dass dann neue Bilder von Landschaften auch generiert werden über solche Freiräume, die nur bedingt mit alten Parks und sowas zu tun haben, aber auch dem Aspekt Rechnung tragen, dass das Zeugs unterhalten werden muss und irgendwie kostengünstig sein muss. Vielleicht noch dazu, Frau Sauer, also vollkommen stimme ich überein, aber es darf eben dann auch nicht sein, dass nachher diese Gebäude, selbst wenn ich was anderen geben, dann aussehen wie Beton, irgendwelche Bunker oder sowas, sondern dann auch wieder dieses Anführungsstriche Schöne, diese Ästhetik wieder reinkommt. Allein, dass man dran vorbeigeht, unterschiedliche Materialien, die interessant sind, die gut aussehen, also den Strickbeton zum Beispiel oder was anderes auch immer, sondern auch immer wieder etwas, wo das Auge und alles dann mit beglückt werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben nicht nur immer diese technischen Sachen macht. Also technischer Umweltschutz kennen wir auch, die Nachhaltigkeit ist immer Verzicht und so weiter. Und deswegen dieses Gartendenken immer mit dem kulturellen, ästhetischen Anspruch, dass das zu machen. Und vielleicht noch zu den Gärten, selbstverständlich nicht nur Pflegearme, das ist ein Teil mit dem Gleisdreieck. Auf der anderen Seite eben zu gucken, wie kann ich Flächen machen, die also neben den Kleingartenflächen eben auch gemeinschaftsgenutzliche genutzte Flächen, ob das jetzt für Obst, Gemüse oder auch für einfach nur Blumen oder zum Liegen ist, sondern dass man das eben auch sehr intensiv macht, um dann eben nicht nur, dass die öffentliche Hand dann pflegt und die dann immer wieder das nicht mehr so kann, wie es ist, sondern dass selber die Menschen, die eben direkt nebenan wohnen, in Geschosswohnungsbauten dann eben auch Möglichkeiten haben, Gemeinschaft zu gärtnern. Und das ist eben immer gleichzeitig eben auch generationenübergreifend und so weiter, alle Vorteile zu nehmen dann. Herr Birkmann. Ja, vielleicht, ich darf ja nicht zu negativ wirken, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt so Baumärkte betrachte oder die Stadterweiterung der letzten 10, 15 Jahre, da wurde ziemlich viel gebaut, das ist jenseits von Schwamm. Da hat man mehr das Gefühl, der Architekt war schwammig oder der städtebauliche Vertrag war nicht klar oder die Stadt hat gar nicht geklagt, als irgendwie das Gründach versprochen wurde und dann plötzlich ist der IKEA oder der Möbelmarkt Obi oder sonst wer, die bauen doch heute alle nur eingeschossig, die fressen viel Platz. Also da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen. Wir haben da, glaube ich, in großen Teilen doch auch Tendenzen, wo das genau in die gegengesetzte Richtung geht. Da kommt nochmal der Onlinehandel zu, aber wir schaffen es auch, die Stadt im Grunde vom Handel fernzuhalten. Und ich glaube auch, dass sagen wir mal, Galeria Kaufhof oder bestimmte Sparkassengebäude, die haben jetzt nicht allzu viele Preise für die beste Ästhetik gekriegt. Also ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen gucken, in welchen Bereichen können wir es realisieren. Ich bin da vollkommen für. Ich glaube auch, dass da innovative Baumaterialien eine Rolle spielen. Ich bin ja auch in der Baufakultät, wo da viel getestet und gemacht wird. Aber ich glaube, man muss hier nur noch mal den Finger auf die Wunde legen. Es scheint uns nicht zu gelingen, solche hohen Ansprüche in vielen Projekten zu realisieren, weil es dann doch eher kurzfristig schnell ne, bezahlbarer Wohnraum oder die 50 Arbeitsplätze oder 100 Arbeitsplätze geht. Und da sind auch die Logiken anders. Heute so ein Lidl oder ein Rewe-Markt, der hat eine ganz andere Anforderung an Verkaufsfläche und uns gelingt es eben nicht, hier eine vitale Stadt in Anführungszeichen wirklich reinzuholen, glaube ich, in vielen Städten. Hannover mag da eine goldene Ausnahme sein, ich glaube eigentlich nicht, da können wir mal hinpendeln, aber trotzdem, glaube ich, das muss man auch so ein bisschen sagen, da gibt es so doch sehr widersprüchliche Entwicklungen, die wir zurzeit erleben. Vielleicht nur, das ist vollkommen richtig und es geht ja nicht nur um die Märkte und Sonstiges, wir müssen ja bloß mal durchgehen durch die Städte mit den Vorgärten des Grauens. Das sind eben diese, und das sind wir selber alle oder viele, also ich jetzt nicht, aber vielleicht genügend andere, also dass diese ganzen Schottersachen, also alles muss pflegeleicht sein und so weiter. Und das ist eigentlich, wenn man das so guckt, das sind die Vorgärten, das sind dann die Maiswüsten, die außenrum sind, die dann wirklich möglichst effiziente Sachen sind. Und das geht bis hin zu den großen Sojaplantagen nachher in Brasilien. Also eigentlich sind wir selber, dass die wir alle das was machen müssen, und das heißt auch an die eigene Nase fassen. Das ist vollkommen klar und das ist auch ein Problem von jedem und jeder Einzelnen. Gut, ich binde jetzt mal Ihre Fragen ein und arbeite das jetzt hier mal der Reihe nach ab. Sie haben auch erfreulicherweise fast immer konkrete Ansprechpartnerinnen genannt.
Frau Sauer, zuerst sind Sie gefragt. Neues Material aus Lavagestein, wie nachhaltig ist das? Ist das nicht auch eine endliche Ressource? Und wie teuer gestaltet sich die Herstellung? Vielleicht erstmal ein Teil des Blocks, danach geht es noch weiter. Okay, also das ist, man muss es eben im Vergleich sehen zu den Materialien. Wie gesagt, es ist ein technisches Material. Es gibt Glasfaser im Moment auf dem Markt, Carbonfaser, dann gibt es Aramidfaser und solche Dinge, die sind nochmal sehr viel hochtechnischer in der Anwendung und sehr viel teurer. Basaltfaser liegt sozusagen zwischen Glasfaser und Carbonfaser, preislich und von der technischen Ausrichtung her. Wenn wir jetzt auf, sagen wir mal, Hochleistungswerkstoffe gehen würden. Also wir hatten jetzt hier kleine Module, wenn man größer baut, dann braucht man eben auch entsprechend diese Power. Was zur Frage des Herkommens, ist es so, dass der größte Teil der Erdkruste aus Basalt besteht. Fast der gesamte Meeresboden ist Basaltgestein. Also wir hätten im Prinzip sehr große Vorkommen, wenn man sich anschaut, was wir da sozusagen an Material verbauen, ist durch diese Struktur, durch diese Faserstruktur, sagen wir, durch die intelligente Konstruktion, verbrauche ich eben sehr, sehr wenig Material, um eine sehr große Tragfähigkeit herzustellen. Wie gesagt, also mit 900 Gramm von dem Material kann ich 750 Kilogramm Traglast aufnehmen. Das muss man eben immer so ein bisschen im Vergleich sehen. Vom Prinzip her wird es natürlich unter Energiezufuhr bei 1400 Grad aufgeschmolzen. Diese Energie muss ich reingeben und dann eben gesponnen. So. Und das war es dann aber auch schon. Im Prinzip kann ich das Material einfach wieder recyceln. Also da wird, ich könnte es auch wieder aufschmelzen zu einem Brocken. Aber ich kann es auch einfach in die Natur ablegen und da es 100% Stein ist, passiert da dann eben auch nicht mehr viel. So. Im Gegensatz zu Carbon, was eben sozusagen aus Erdöl hergestellt ist und erstmal sozusagen künstliches Material. Gut, der zweite Teil hier, ist es eine Alternative zu Beton und wie hoch ist der ökologische Fußabdruck in der Produktion? Bei dem Betonprojekt? Ja, da muss ich sagen, den ökologischen Fußabdruck haben wir so noch nicht getestet. Das sind eben alles Projekte, die jetzt, der Strickbeton war zum Beispiel eine Masterarbeit bei uns im Fachgebiet Textil- und Flächendesign. Das geht da nicht so weit, dass es wirklich als Bauprodukt konzipiert ist, wo man dann auch sagen würde, das sind so und so große Bausteine und wenn ich ein ganzes Gebäude draus baue, dann ist der ökologische Fußabdruck dieser und jener. Dazu müssten wir ja erst wirklich Produkte daraus entwickeln. Ich kann nur sagen, es ist insofern intelligent, weil dieses Betongarn hat, man kennt es vom Beton, der kann gut Druckkräfte aufnehmen, aber schlecht Zugkräfte. Und dann machen wir normalerweise Bewehrung rein. In dem Fall ist es so, dass die Bewehrung, dass ein Schlauch ist, ein textiler Schlauch, der mit Zement gefüllt wird. Das heißt, die Zugkräfte werden von der Schalung des Materials aufgenommen. Ich brauche keine extra Schalung, wie sonst beim Beton, sondern das Textil selber ist die, sagen, man nennt es dann verlorene Schalung, die Schalung, die drin bleibt. Ich fülle das einfach, wässere das und auch in dem Fall haben wir da oder die Studentin spezial große Strickmaschinen oder Strickliseln sich selber gebaut. Also das ist jenseits einer industriellen Herstellung, um dieses irrsinnig schwere Garn überhaupt also zu verarbeiten und dann zu wässern und in Form zu kriegen. Absolutes Experiment. Aber vom Prinzip her haben wir eben mit Forschungsinstituten zusammengearbeitet, um wirklich einen Verbund zwischen diesen beiden Materialien herzustellen. Man müsste da jetzt nochmal weitergehen und nochmal ein richtiges Forschungsprojekt anhängen, um solche Fragen beantworten zu können. Wir haben die Druckfestigkeit getestet auf einer Maschine. Da war es so, dass das Gewebe die größte Druckkraft ausgehalten hat. Und wir haben sogar noch ein geknüpftes Beton gemacht. Das heißt, dann hatten wir sogar einen flexiblen Beton, weil an den Knotenpunkten kein Beton war. Das waren dann Gelenke. Also da gab es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Gut, nächste Frage. Eins der Lieblingsstichworte der Hannoveranerinnen, Brutalismus der 80er, das richtet sich an Herrn Clark und auch wieder ein bisschen an Sie.
Wie lässt sich das Motto der Veranstaltung Grüne Städte, grüne Zukunft auf Gebäude im brutalistischen Stil anwenden, konkret natürlich IME-Zentrum? Ja, da entwickeln Sie mal schnell eine Idee. Ja, ich habe ja schon mal einfach so vorgeschlagen, ich mache da oben einen schönen Wasserfall runter, 50 Meter, sieht schon mal gut aus, kühlt den ganzen Kram. Ja, man kann ja mit diesen Begrünungen kann man was machen. Also erstmal muss dieses, also ich glaube, IME-Zentrum, glaube ich, die größte Betonplatte Europas, mit allen wechselnden Investoren und so weiter, also ein riesiges Ding. Das ist erstmal ein großes Problem, die überhaupt so weit zum Leben bekommen. Das finde ich immer erstmal ganz wichtig, diesen Teil hinzubekommen, damit das nicht nur so eine Teilruine bleibt. Und da eben auch soziales Leben reinzubekommen oder besser noch mehr hinzubekommen. Ich denke, da ist eine ganze Menge möglich, auch an Fassadenbegrünung. Und da geht es eben für mich eben auch nicht darum, diese feinen, kleinen, feinen Sachen, die jetzt mit so klein hier ein Pflänzchen, da ein Pflänzchen rein, das sieht gut bei der Einweihung aus und der erste Frost, der drüber gegangen ist, ist weg. Sondern dass man dann wirklich guckt, gibt es die hängenden Gärten, kann ich vom Dach was runter machen und. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge, um das zu machen. Wenn man das überhaupt, also man könnte es auch abreißen, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Aber solche großen, brutalen Sachen haben vielleicht, weil sie relativ stabil sind, auch eine Möglichkeit, über Begrünung eine ganze Menge zu machen. Aber da bin ich jetzt auch nicht der Bauexperte. Ich kenne das ein bisschen rätseln, Projekt ne, weil Sie nicht, aber natürlich, also ich kann es mir ungefähr vorstellen, Betonbrutalismus. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir sind im Fachgebiet Textilflächendesign und Textil ist ja eben unheimlich leicht, das kommt von der Rolle. Das heißt, wir arbeiten viel an Konzepten, die man eigentlich sehr gut auch für Nachrüstung ja, verwenden kann. Zum Beispiel das mit der Verschattung, was ich gezeigt habe, mit den Blüten des Projektes, könnte man eben auch einfach auf eine netzartige Struktur aufspannen und dann über die Fassade einfach drüber hängen lassen und entsprechend, weiß ich nicht, ob wie viele Fenster da dahinter sind oder nicht, aber selbst wenn keine Fenster sind, kann man das natürlich dann auch zur Kühlung oder zur, also dass es sich nicht überhitzt oder wie auch immer dann benutzen. Also das ist der Vorteil eben an der Technik Textil, am Material Textil, dass es sich hervorragend für Nachrüstungen eignet, jeder Art. Also das IME-Zentrum hat alles, von Hochhauskomplex bis eher flachere Eigentumskomplexe. Also teilweise, glaube ich, ist das durchaus möglich, aber wenn man das jetzt gar nicht so vor Augen hat, ist es schwierig und insofern bleiben wir mal bei der Idee. Wir bleiben auch ein bisschen beim vertikalen Grün. Das geht schon wieder an Herrn Clark. Welche vertikalen Grünprojekte zur CO2-Reduktion und Temperatursenkung sind in Hannover vorgesehen? Keine Ahnung. Also ich muss jetzt auch sagen, also ich bin jetzt... Es ist ja nicht so, dass ich jetzt in der Stadtplanung selber aktiv tätig bin, das wissen alle. Es gibt jetzt eine größere Wand, die jetzt in der Südstadt steht mit Moos, also eine begrünte Mooswand, die jetzt wird jetzt ausprobiert, ob die auch weiterhin wirklich funktioniert. Gerade bei den Moosen wird ja auch mal sehr viel gesagt, was die alles können. Dass so ein Quadratmeter Moos jetzt so viel produziert wie, weiß nicht, zig Bäume, das glaube ich alles nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit der vielen Sachen. Es gibt eben die klassischen Sachen, ob es jetzt Wein oder Efeu sind, die aber nur bestimmte Fassadenmaterialien eben gehen. Bei einer Glasfassade geht es nicht. Da muss man eben gucken, was da ist. Aber ich glaube, gerade bei ganz vielen Gebäuden mit Glas und Sonstiges finde ich Ihre Vorstellung ganz gut, weil das ist wirklich eine andere Lösung. Man kann auch nicht auf Deibelkamm raus dann über alles begrünen. Das kriegt man auch nicht hin. Und diese sehr hochtechnisierten Begrünungen, die sind so teuer, die sind in der Unterhaltung teuer mit Trinkwasser und so weiter. Und wenn es wirklich mal einmal einen ordentlichen Frost gibt, dann sind die hin und das sieht, wie gesagt, da finde ich, glaube ich, das ist eine Kombination, jedes Einzelne anzugucken, was ist da sinnvoll und was ist da nicht sinnvoll. Und nur grün oft, wie gesagt, dass man Maximales wird eben auch ganz oft einfach nicht gehen und ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Ich will jetzt auch nicht nachher so eine grüne Puschelstadt haben. Vielleicht noch mal kurz, wissen Sie, wer diese Mooswand pflegt und sich dann darum kümmert? Nicht, dass das ist da Gartenheim. Das ist das die, bleibt in der. Das ist Gartenheim, die haben okay. Das jetzt gemacht. Gut, gut dann geht die nächste Frage an Herrn Kaltenbrunner. Jetzt gehen wir mal ein bisschen aus Hannover raus. Gibt es Musterprojekte zum vertikalen Grünen auch anderswo? Also ich bin da auch nicht der Fachmann. Also ich war vor anderthalb Jahren auf einem Weltkongress. Es gibt einen französischen Superstar in der Szene,
dessen Name ich gerade nicht präsent habe. Ich muss auch gestehen, dass mir diese Form der Inszenierung ein bisschen auf den Zeiger ging. Also die gibt es offenkundig selbst bei den Landschafts- und Grünarchitekten, so wie bei normalen Architekten. Die Projekte waren dann alle irgendwie im südostasiatischen Raum, die vorgestellt wurden. Das hat natürlich komplett andere Klimabedingungen. Also mir ist da vor allem Singapur in Erinnerung geblieben. Und meine kritische Frage, die ich mir aber erspart habe, ist eigentlich die der Übertragbarkeit, wie Sie es irgendwie erwähnt haben. Also sozusagen, ich denke, wir müssen von unseren Klimaten ausgehen und auch den Änderungen, die es gibt. Und ich würde sozusagen sehr weit gefasst daran gehen. Es gab auch innovative Projekte, glaube ich, im Rahmen der internationalen Bauausstellung in Wilhelmsburg, in Hamburg, mit Algen sozusagen an Fassaden oder so, dass man da auch, also sozusagen so ähnlich wie Sie, mit neuen Materialien, mit Erträgen, sozusagen auch im Kontext des Urban Gardenings gibt es ja da so Aspekte mit Bewässerung und auch noch Ertragswirtschaft an Fassaden. Aber man muss das, glaube ich, immer koppeln, was an dem jeweiligen Standort wirklich machbar ist, was finanzierbar ist und vor allem auch, was der Eigentümer will. Allerdings wünsche ich mir da auch eine innovative und nachdrückliche Kommunalverwaltung, die auch dahinterher ist, also bei solchen Sachen. Also das ist etwas, was ich ziemlich vermisse. Und ich würde auch den Aspekt des Gemeinwohls da ganz stark akzentuieren, also sozusagen bei allen Formen städtischer Entwicklung, sozusagen einklagen, sozusagen, was gibt ihr eigentlich damit der Stadt zurück? Sie hatten noch eine Anmerkung zu der Frage nach dem vertikalen Grün. Ja, vielleicht eine kritische Anmerkung. Auf der einen Seite ist das sicherlich sinnvoll und es hat auch einen gewissen Kühlungseffekt. Nur die Begehbarkeit der Flächen ist nach meinem Wissen noch nicht so hoch, außer man seilt sich ab. Das können sicherlich auch die sozial schlechter Gestellten. Aber trotzdem ist da schon die Frage, was erreiche ich dadurch? Und wir haben das in Stuttgart ganz interessant. Da gibt es die Feinstaubdebatte ja sehr stark. Es gibt auf der anderen Seite natürlich auch ungefähr 250 oder 80.000 Jobs in Stuttgart selber im Dieselbereich. Das heißt, da gibt es eine relativ harte Front. Und da ist wieder interessant, da gibt es auch so lebendige Projekte, wenn die Mooswände richtig braun sind, gibt es dann auch jüngere Kollegen oder Jugendliche, die zünden die mal an, dann hat man auch wieder ein ganz neues Phänomen, ganz andere Wahrnehmung der Dinge, aber trotzdem ist das so ein bisschen, ich glaube, da muss man auch wieder realistisch sein, es kann für einige neue Gebäude Sinn machen, auch gerade wenn man über große Parkplatzflächen redet oder über bestimmte Baumärkte, die da schöner gemacht werden können, aber sie können eigentlich nicht die Funktion zum Beispiel der sozialen Interaktion erhöhen. Auch die Dinger in Singapur, wo wir mal waren, das sind Balkone oder Fassaden, die sehen weit gut aus, aber dass man sich da zwischen den Balkonen besonders gut unterhalten kann, ist mir da nicht aufgefallen. Plus der Aufwand ist extrem hoch. Also architektonisch ist das spannend, ist das, glaube ich, auch innovativ. Nur wenn ich mal ehrlich bin, irgendeine Funktion, die wir heute hier diskutieren, grüne Stadt, soziale Interaktion, glaube ich, ist beim Fahrstuhl da in so einem Singapurer Hochhaus höher als an diesen Gärten. Gut, also ich mache gleich mit Ihren Fragen weiter. Ich möchte nur mal kurz den Zwischenstand festhalten, dass wir ja hier mittlerweile über unterschiedlichste Dinge reden. Also es geht um Grün, auch im Sinne von Ästhetik, von klimatischen Veränderungen, von auch ein bisschen einfach nur sich wohler fühlen und nicht überall Betonwüsten haben. Und dann geht es darüber hinaus, grüne Städte als Interaktionsflächen und wo wir ja noch gar nicht sind, sind ja auch noch die Kombination. Ein bisschen Bauen hatten wir schon, Verkehr hatten wir auch noch gar nicht so, wie man das kombinieren kann. Behalten Sie das alles vielleicht auch für später noch im Hinterkopf. Ich mache jetzt erstmal hier weiter, so schnell es geht. Vielleicht machen wir es ein bisschen kürzer. Die Seilbahnen als öffentliches Verkehrsmittel, um den Verkehr zu entlasten. Findet so eine Idee Berücksichtigung bei der Kulturhauptstadt? Ich fürchte, das geht auch schon wieder ein bisschen an Sie. Ja, wir haben zum Beispiel so einfach jetzt mal auch gesponnen, dass man eine Seilbahn eben vom Schiller-Denkmal bis hinten zur Leine macht und solche Sachen. Es gab auch schon mal von einem City-Manager war auch die Überlegung, vom Bahnhof bis hinten zum Stadion zu machen. Habe ich bloß gedacht, aber ich möchte nicht Freitagnachmittags die Fußballfans da oben haben. Ich glaube, das tut uns allen nicht gut. Aber das sind einfach Sachen, kleine Sachen. Irgendwo wieder runter, ob das eine Rutschbahn ist. Also dieses Ganze, diese neuen, also ich nenne das ja auch neue Dachlandschaften, oder da, und das wieder zu verbinden nach unten. Wie gesagt, unten wird weiterhin gelaufen, auch in Massen, das ist wichtig, aber eben auch so dieses so hinzubekommen, dass man eben auch Lust hat, da oben hochzugehen, dass es einfach geht, dass es was Besonderes ist und das eben aber auch zu inszenieren mit verschiedensten Kultursachen, mit was der Teufel, was es da alles geben kann. Also das, ich glaube, da, wenn man es erstmal so weit hat, dann kommen bestimmt noch ganz viele Ideen, wie man das noch weitermachen kann. Gut.
Herr Kaltenbrunner, Sie sind schon wieder dran. Welche Städte sind hier Vorreiter und was kann man sich international abschauen? Das geht vielleicht auch ein bisschen an Sie. Ich überlege auch gerade, knüpft das hier nochmal an. Vorreiter, was Grün anbelangt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, von der Schrift her geht es immer noch um das vertikale Grün. Wollen Sie sich outen und mich unterstützen oder widersprechen? Gut, dann gehe ich mal davon aus, es geht noch ein bisschen um das vertikale Grün. Haben Sie internationale Städte oder Vorreiter? Aber Sie haben so ein bisschen schon genannt, ne? Das haben wir eigentlich schon ziemlich ergänzt. Interessanter wäre es, wenn es wirklich nochmal für diese gesamte Stadt um Gestaltung und sowas, da gibt es ja wirklich gute Beispiele, die Sie ja auch kennen, also für dieses von Sponge City bis Sonstiges in Europa. Gut, dann stellen wir das also so. Wissen Sie, wovon er gerade redet? Sie gucken gerade so. Ich will die Frage nicht für Sie aufheben, wenn Sie sie jetzt schon eigentlich gar nicht so richtig aufnehmen wollen. Kurz. Kopenhagen ist sicherlich eine spannende Stadt und da wird auch mehr Grün und mehr Wasser und Interaktion gelebt. Auf der anderen Seite, wer da mal ist, muss man fragen, was kostet da ein Pkw, was kostet da in Hannover? Da kriegt auch schon eine gewisse Orientierung dafür, warum bestimmte Mobilitätsformen dort anders sind. Und das sind diese Kontextbedingungen, die hier einfach anders sind, sowohl in Hannover als auch in Stuttgart. Heißt aber nicht, dass man nicht Richtung Kopenhagen gehen sollte. Nur da ist diese Mobilitätsdebatte eine ganz andere. Da hat auch die Stadtplanung noch einen echten Lieferauftrag, während hier das ja manchmal so ist, dass das fünfte Rad am leninistischen Wagen, so nach dem Motto, oh, Planung auf keinen Fall und dann auch staatlich. Da ist das etwas, finde ich, durchtränkter, auch mit einem gesunden Gesamtansatz. Und da kann man sowas auch, finde ich, stärker noch durchsetzen. Das ist sicherlich bei einigen anderen Projekten ja auch gelungen. Sicherlich gibt es auch gute Projekte, zum Beispiel im IBA-Bereich. Das wird jetzt auch nicht, ne? Da sind die meisten nur bei einem Euro-Shop. Behalten Sie das mal kurz im Hinblick, weil wir ja gerade noch beim vertikalen Grün waren. Ja, ich jetzt aber auch auf die Individualität mit Autos komme und wir Kopenhagen sicherlich gern noch aufgreifen könnten, weil Kopenhagen nice hier in Hannover durchaus ein gern genommenes Thema ist. Hier sind wir auch schon fast wieder. Ohne Einschränkung der Individualität und der Mobilität mit Autos wird eine neue grüne Stadt Teilplanung kaum gelingen. Was lernen wir eigentlich von europäischen Nachbarn, Dänemark, Niederlande etc.? So, zack, da greifen wir das mal wieder auf. Wenn Sie sagen, Kopenhagen hat ein brauchbareres Gesamtkonzept, dann beschreiben Sie doch mal, wie sich das auszeichnet, denn da ist ja der Anteil der Autos unter anderem in den Innenstädten sehr, sehr zurückgegangen und da hat das Fahrrad einfach definitiv Vorrang. Also ich sage jetzt mal, Hannover schätzt diese Idee auch ziemlich. Also wenn ich da auch gerade, ich habe ja gerade passen müssen, aber sozusagen, ich denke, also die Städte Kopenhagen und auch Amsterdam fallen mir deswegen auf, weil die sozusagen dezidiert eine Fahrradpolitik machen, sozusagen als ein Vehikel zur Mobilität der Zukunft. Und sozusagen so eine Vorrangschaltung fürs Fahrrad, entsprechende Schnellwege ausbauen, auch ganz anders dimensioniert. Und sozusagen und damit aber bei gegebenem Raum so dem Pkw sozusagen was abknapsen. Das halte ich für eine intelligente Politik. Also es ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft kaum machbar, das Auto platt zu verbieten. Und in Deutschland sehr viel schwerer als in unseren kleinen Nachbarländern, weil hier die Automobilindustrie der dominante wirtschaftliche Faktor ist. Aber ich glaube, in den Städten braucht es intelligente Mobilitätsformen und da spielen Fahrrad auch eine Rolle, wie auch sozusagen Formen von Modal Split oder dieses Ergänzen einer Mobilitätskarte, die es erlaubt, sozusagen U-Bahn zu fahren, auf einen Leihwagen umzusteigen oder auf ein Leihfahrrad oder einen E-Scooter oder wie auch immer. Sozusagen, das halte ich für zumindest ein Teil des Weges in die Zukunft. Und Amsterdam und Kopenhagen haben da viel vorgemacht. Kurze Anmerkung von meiner Seite, ja. Kann man sicherlich auf jeden Fall sagen und interessant ist auch hier wieder, es geht um Stadt und Region, also Fahrradschnellwege in die Stadt Kopenhagen sind auch ein wichtiger Punkt, das heißt also nicht nur irgendwie Kleinquartier, Radweg dann zur Innenstadt, nein, es geht um wirklich die Vernetzung auch mit dem Umland und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ein Auto in Dänemark sich zu kaufen, ist eine ganz andere Anschaffungsgröße, was das prozentuale Anteil im Haushaltseinkommen angeht. Amsterdam wäre ich ein bisschen skeptischer, aber die haben auf jeden Fall eine Radverkehrsplanung.
Planung. Und Sie haben natürlich das gesamte Randstadt auch, ne, also auch eine regionale Ebene, die bedient wird, wo der ÖPNV auch vielfach funktioniert. Das muss man auch sagen, das funktioniert eigentlich in der Region Hannover auch noch recht gut. Wenn man weiter rausgeht außer der Region Hannover, wird es ein bisschen dunkler. Also dunkler ist anders, aber wird es auf jeden Fall dünner, sagen wir mal dünner. Dunkler ist ja immer so negativ behaftet. Herr Clark. Ja, also ich finde natürlich Planung auch sehr wichtig, aber ich glaube, wir müssen zwischendurch auch mal mutig sein, mal temporär was zu machen. Also deswegen kann man, also Vorschlag war ja einfach mal einen von diesen drei Bahnen des Innenstadtringes mal einfach mal für den Sommer oder für eine Woche oder für den Sommer zu sperren. Bestimmte Straßen, wir haben ein Studentenprojekt gehabt mit Studierenden, wo die also rund um einmal um die Innenstadt herum jeden Monat eine andere Straße gesperrt haben und da immer Aktionen machen. Also das war die Idee. Also solche Sachen, um zu gucken, um einfach zu sagen, und wenn man es gemacht hat, dann vielleicht eine Akzeptanz zu kriegen und sagen, oh, das wollen wir länger machen. Ich habe das vor 10 Jahren in der Anna Seine gesehen in Paris. Dann ist unten diese Schnellwege auch dran. Und da kam Freitagnachmittag wie so eine Art Müllwagen. Der brachte so eine Schlange aus Kunststoff, brachte da weiter rüber. Und es war so 4 Meter breit. Und dann war da ein Fahrradweg von Freitag bis Sonntagabend. Also solche Sachen einfach zu gucken, das nicht viel kostet und nicht sofort jetzt überlegen, wir planen das alles und bis das fertig ist, sind wir bei 2035 und dann gab es diese ganzen Einsprüche, sondern einfach mal bestimmte kleine Sachen zu wagen, zu machen. Und dann eben, Fehler kann ja sein, aber vielleicht gibt es auch richtig gute Dinge, die da rauskommen. Darf ich da kurz Wasser in den Wein kippen? Also ein Beispiel in Berlin, also im Friedrichshain-Kreuzberg hat ein ziemlich innovativer und nachdrücklicher Baustadtrat auch so Ideen. Es gibt da so einen Fahrradweg, der jetzt auch extrem grün markiert ist. Also wirklich die, ich weiß nicht, welche Materialmixtur das irgendwie darstellt. Aber das Problem ist, der ist halt vielleicht 1,5 Kilometer lang und rechts und links dann bei den, da sind Bezirksgrenzen nicht richtig angebunden. Und es wurde alltagspraktisch doch zum Zuparken benutzt. Und dann hat der Findlinge legen lassen, sozusagen, damit das auf keinen Fall passiert, unheimlich effektiv, aber ich glaube, der Mann ist fast gelyncht worden. Also sozusagen, das ist also auch in der Lokalpresse hatte man den Eindruck, das ist der Niedergang des Abendlandes, der sich da abspielt. Also das war für mich, also Berlin ist da ja, sagen wir mal, anders als andere deutsche Städte und der Automobilverkehr spielt da sowieso noch nicht so die Rolle. Aber ich war dann erschüttert über die Reaktion von Gewerbetreibenden, die sich dann ausdrückten in der Lokalpresse. Aber also so Mut finde ich erstmal gut, aber man muss halt dann Lehren draus ziehen. Ach so, es geht noch weiter hier. Die Stadtplanung geht ja auch zusammen mit Verkehrsplanung. Wie viel Potenzial steckt in der Reduktion des Autoverkehrs in der Stadt? Beispiel Parkplätze zu Grünflächen umbauen. Ich glaube, da haben wir schon so einen gewissen Konsens hier auf dem Podium. Also Optionen gibt es, natürlich nicht immer absolut, aber... Sie sehen, geht auch, Sie können da gerne beide darauf antworten. Also wie viel Potenzial sehen Sie? Ich glaube, dass der Ansatz, den vorhandenen Raum neu zu verteilen, anderen Verkehrsteilnehmern zugutekommen zu lassen, also weg von der autogerechten Stadt, bedeutet in bestehenden Städten sozusagen, dass man umdisponieren muss. Und dann wird es für Autos enger. Aber man muss auch lernen. Also derselbe Stadtrat, von dem ich gerade das mit der Fahrradstrecke erzählt habe, der hat auch Parklets in der Bergmannstraße bauen lassen. Das ist eine Idee von, ich glaube, ich führe sie auf Jan Gehl zurück, einen berühmten Kopenhagener Planer. Die sind aber, ich glaube, auch durch die Ästhetik ihrer Gestaltung, das waren so gelbe Flächen mit einem Holzding und einem gelben Sitzmobiliar, das zum Teil aber zur Straße orientiert war, nicht zu den Gehwegen. Und das sollte einladen, sozusagen die flanierende Bevölkerung, sich da hinzusetzen. Das ist aber massiv auf Widerstand gestoßen und die sollen jetzt wieder abgebaut werden. Also muss man da vielleicht, also das, was in anderen Städten, glaube ich, in Los Angeles oder auch in Sydney irgendwie zu funktionieren scheint, tut es wenig in Berlin. Und vielleicht muss man das modifizieren. Oder Sie haben eine kurze Anmerkung dazu. Also ich glaube, auf der einen Seite sind diese temporären Sachen ganz wichtig. Auch in so einer Stadt wie Stuttgart, auch im Land, das eigentlich grün-schwarz regiert wird, sind diese temporären, zum Beispiel Inanspruchnahme von vorherigen Parkplatzflächen heute als Park oder als gemeinsame Koch-Event des Quartiers schon spannend und das wird auch anders wahrgenommen oder auch unter Brücken gibt es bestimmte Festivals. Also hier haben diese Wettbewerbe, die temporäre Nutzung so eine wirkliche aufbrechende Funktion, dass man sich überhaupt was anderes vorstellen kann.
Die Herausforderung ist aber auch, das darf man auch nicht vergessen, es gibt Baurecht und da gibt es eine Stellplatzverordnung. Also es kann jetzt nicht jeder kommen und sagen, ich habe mir heute mal überlegt, das Quartier XY in Hannover machen wir heute mal ganz anders. Oder ihr seid heute autofrei, Gratulation. Das funktioniert doch, wir nicht. Das. Ja, ja, das habe ich aber auch hier in Hannover noch nicht gesehen. Das war auch in Vauban in Freiburg im autofreien Quartier eine massive Diskussion. Also da haben sie auch klare rechtliche Vorgaben, wo sich dann auch Anwohner, wie gesagt, sie kaufen ein Haus für bestimmte Hunderttausende von Euro oder ein Investor, der kann sich dann auch auf das Gesetz berufen. Macht ja auch Sinn. Nur da ist die Frage, ändern wir das? Kann eine Stadt, macht das Sinn, das über eine Satzung zu ändern? Dafür brauchen sie aber eine Mehrheit in dem Rat. Also ich glaube, hier brauchen wir dieses beides, dieses temporäre Spielen, Testen, was verändern, visualisieren, Leute, aber wir brauchen auch dann irgendwann die Akzeptanz zu sagen, wir müssen an diese Stellplatzverordnung, wenn die Parkplätze anders verteilt werden sollen. Und die Leute übrigens bei Bosch oder Mercedes-Benz, die denken ganz anders über die Umverteilung beim autonomen Fahren, aber das ist eine andere Baustelle. Wir hatten jetzt noch eine Überlegung, auch für gerade wieder temporäre Nutzung. Ist ja so, wenn jetzt irgendwo, ich wohne in der Oststadt, also überall gibt es dann Lokale, die sich dann einfach dann so 2-3 Parkplätze mieten und draußen Außengastronomie machen. Da zahlen die auch dafür. Und da war jetzt eine Idee von uns jetzt, warum macht man das nicht einfach so, dass jetzt einzelne Personen oder Hausgemeinschaften für die Hälfte des Preises sich einen Parkplatz mieten und den nicht zum Parken nutzen dürfen, sondern umgestalten als, weiß ich nicht, sonstiges, für Bänke, Grünflächen oder irgend sowas und dass dann eben nicht der Stadtbaurat dann die Schuld hat oder der Verkehrsplaner die Schuld hat, sondern es ist dann die Person vor Ort. Das Haus vor Ort hat einfach, Anführungsstrichen, einen Parkplatz weggenommen, nutzt ihn um. Und dann gibt es eine Diskussion zwischen den Menschen und nicht, dass die alle immer schimpfen können, die da oben, sondern wir selber nach dem Motto, ich zahle auch dafür, ihr zahlt für euren Parkplatz nichts, ich bezahle dafür, also dann mal Ruhe. Und da möchte ich gerne mal sehen, was da für eine Diskussion aufkommt. So, diese Frage, ich lese sie mal vor, wir haben sie jetzt schon ein bisschen aufgegriffen, werden das aber nicht konkret beantworten können. Welches ist das zukünftige Ziel der Stadtplanung in Hannover? Da haken wir auch ein bisschen, denn wir haben auch vorhin darüber gesprochen, der Baudezernent wird ja in absehbarer Zeit in Rente gehen, oder geht schon Rente, ne? Gut, das heißt, da müssen wir leider ein bisschen passen, aber Sie haben vielleicht schon mitgekriegt, wo wir uns vielleicht auch mal selber als Bürgerinnen und Bürger einbringen und wo wir dann irgendwann auf die Gesetzeslage der Stadt, der Kommune angewiesen sind. Es geht weiter. Inwiefern sind solche visionären Gedankenkonzepte wie der Roofwalk oder neuartige Baumaterialien mit bestehenden Restriktionen durch Kosten, Sicherheitsvorschriften oder dem Denkmalschutz vereinbar? Handelt es sich dabei eher um künstlerische Spielereien oder können solche Konzepte auch im Kontext der Nachhaltigkeit nachweislich positiv bewertet werden? Und das Plan B, Frage B, bekommt man beim Roofwalk statische Probleme? Also wie... Nicht mit Basalt, gut, das haben wir ja schon eingebunden hier. Gut, wie sind Sie schon so weit gekommen in diesen Ideen, die Sie da entwickelt haben? Gibt es eventuell Probleme durch die Kosten, die Sicherheitsvorschriften oder den Denkmalschutz? Also ich kenne ja keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja, also von da aus, wenn man das, also ich habe andere Projekte jetzt hier mit der Grotte zum Beispiel mit Nixis am Fall gemacht, wenn ich gewusst hätte, was alles auf einen zukommen würde, könnte, dann hätte man es nie gemacht. Und so ist, ich bin im Moment also wirklich in einer größenwahnsinnigen Spinnerei und versuche Leute zu mit anzustecken. Und dann kommt es, vielleicht kommt es dann. Und ich habe, wie gesagt, wir haben schon mit Eigentümern schon wirklich, wo die plötzlich das mitgekriegt haben, ja, das ist wichtig, das können wir machen. Die wollen eben auch, dass ihre Mieten oben bleiben, dass ihre Immobilienwert, also die Immobilienwerte auch oben bleiben. Keine Ahnung, und solche popligen Sachen wie Statik und sowas, dafür gibt es nachher Fachleute, da gibt es 1000 Sachen und deswegen finde ich das auch ganz gut, dass man eben sich auch wirklich mit neuesten Materialien, mit den Textilien, mit Solartextilien, also die auch dann auch in der Energie noch wieder rausbekommen und solche Sachen, gibt es ja so viele Sachen und das vielleicht hier damit auch als Innovation zu machen, das wirklich auszuprobieren, so ein, und wenn es erstmal in Gange kommt, dann auch für andere Kommunen dann eben auch als Beispiel zu gelten. Also ich könnte die Frage nicht beantworten, aber das ist kein Grund, es nicht wenigstens im Detail zu untersuchen und es zu versuchen. Also ich habe ja nicht umsonst Musil da zitiert, mit der, dass Utopie nicht Unmöglichkeit meint, sondern irgendwie als Ausdruck der Hoffnung auf Veränderung zu werten ist. Aber man kann bei der Umsetzung Karl Valentin vielleicht zitieren, der da sagt, wenn man es kann, ist es keine Kunst. Und wenn man es nicht kann, ist es auch keine Kunst.
Sehr schön. Ja, da würde ich mich gerne als von der Kunsthochschule kommt. Anschließend, ich versuche immer diesen Begriff Kunst zu vermeiden, weil das ganz leicht abgleitet auf so eine Ebene, wo man dann auch ganz schnell nicht ernst genommen wird. Und das ist uns eigentlich total wichtig mit den Dingen, auch wenn die zum Teil vielleicht noch unheimlich visionär wirken, dass wir immer einen Hintergrund haben, also nicht nur den Hintergrund, sondern ganz stark, denke ich, auch die Verpflichtung in der Lehre und in der Forschung, daran zu arbeiten, dass wir irgendwann übermorgen, sage ich immer, nicht morgen, aber übermorgen, auch wirklich profitieren können von diesen Ideen und diese Ideen umsetzen können. Und ein Beispiel dafür ist eben zum Beispiel, dass wir mit Textilforschungsinstituten zusammenarbeiten, die ganz vorne, Deutschland ist weltführend im Export technischer Textilien. Das weiß keiner. Das ist ein Riesenindustriezweig. Kennen wir alle nicht, aber technische Textilien, nicht das, was wir anhaben, ist überall drin. Das ist ein extrem ernstzunehmender wirtschafts- und technischer Faktor. Also vom Airbag über den Teebeutel bis hin zu den Stents in der Medizintechnik. Technische Textilien ist ein Riesenfeld und da fallen unsere Ideen auch auf extrem fruchtbaren Boden, wenn wir mit dieser Industrie zusammenarbeiten. Und an der Architektur kneten wir immer noch, dass die nachzieht. Aber also es ist uns sehr ernst mit der Kunst. So, das nächste. Wie sieht die Einflussnahme von Bürgern bei der Neuplanung aus? Da kann man sich wahrscheinlich auch immer nur an die eigene Nase fassen. Kennen Sie gute Bürgerbeteiligungsplattformen, die schon gute Ergebnisse gezeigt haben? Ich möchte jetzt nicht so auf das Allgemeine, also da wäre ich auch mit Referenzbeispielen vorsichtig. Ich glaube nur, dass wir einen gesellschaftlichen Wandel haben und den zur Kenntnis nehmen müssen, dass diese Form der Teilhabe sozusagen auch klar artikuliert wird, meist in Bürgerinitiativen, die sich aber gegen das Verändern des Bestehenden wenden, also gegen den Bau von neuen Anlagen oder gegen die Neuerrichtung von verloren gegangenen Anlagen. Da merkt man es ganz deutlich mit den Rekonstruktionsformen, die es vielerorts gibt. Aber ich glaube, dass dieser partizipative Aspekt eine enorm große Rolle spielt. Also, und ich glaube, dass Stadtverwaltungen gut beraten sind, auf eine intelligente Art sozusagen das sicherzustellen. Aber man darf sich auch keine Illusionen hingeben. Die Haltung, meist nehmen nur bestimmte Bürger das wahr, die auch fähig sind, sozusagen sich zu artikulieren oder die Zeit haben, sich einzubringen. Und das ist nicht unbedingt sozusagen repräsentativ für die gesamte Gesellschaft. Gleichwohl ist es wichtig, aber irgendjemand muss hinterher sozusagen eigentlich den Hut aufhaben. Und das sehe ich nach wie vor eigentlich in den Stadtverwaltungen. Also wir haben eine repräsentative Demokratie und die würde ich ungern ausgehebelt wissen. Ich glaube, wenn man da diese temporäre Planung nimmt, können wir, glaube ich, hier auch diesen Instrumentenkoffer ein bisschen erweitern. Plus wir haben Digitalisierung. Heute könnten wir auch, wahrscheinlich hat jeder von Ihnen oder zumindest die meisten Handy, könnten wir über bestimmte Punkte abstimmen lassen. Das geht heute, glaube ich, wesentlich besser. Wir haben mehr tendenziell offene Informationen. Wir können natürlich auch mit neuen Medien, sei es Twitter oder so, auch ziemlich viel komische Sachen erzeugen an Kommentaren. Aber ich glaube, wir haben deutlich mehr Möglichkeiten, heute auch Bürgerinnen in Planung einzubeziehen. Es findet auch statt. Das ist schon interessant, egal ob man jetzt in Niedersachsen Beispiele sucht oder in Baden-Württemberg zum Beispiel auch Planung mit Kindern, war früher kein größeres Thema, außer die Frage Kita und Sicherheit. Heute gibt es teilweise wirklich auch bei städtebaulichen Erneuerungsvorhaben große Partizipationsworkshops, wo Kinder durch die Straßen laufen, dann gefragt bekommen oder moderiert auch, was für Punkte habt ihr, was sind wichtige Belange, die man aufnehmen muss. Das kann das Kreuzen der Straßen sein, das kann die Frage sein, wo der gelbe Müll steht oder ob das Fahrrad da irgendwo hinkommt. Also da, glaube ich, sind wir schon deutlich einen Schritt weiter als diese klassische Bürgerbeteiligung, die uns immer im Grunde im Kopf war. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir natürlich eben auch Konfliktpunkte haben, wo bestimmte Entscheidungen dann hinterher politisch getroffen werden müssen. Aber ich glaube, da haben wir wirklich Chancen mit Digitalisierung, auch mit so einem anderen Verständnis von Planung und Testräumen, temporärer Planung, auch wirklich nochmal die Kiste der Bürgerbeteiligung, der Anmerkung auch weiter aufzufächern.
aber ein anderes Verständnis ist vonnöten, glaube ich. Also dieses, ich glaube, Deutschland war mal führend, irgendwie, was diese Bürgerbeteiligung anbelangt. Das ist ja doppelt verankert im Baugesetzbuch mit der Vorzeitung und der formalen Bürgerbeteiligung. Aber wer bitte nimmt das wahr? Selbst ich als fachlich Vorgebildeter gehe nicht ins Rathaus, um mir dann zu unsäglichen Öffnungszeiten einen ausliegenden Bebauungsplan anzugucken und da möglicherweise Eingaben zu machen. Also ich glaube, dieses System muss reformiert werden, aber sozusagen das braucht einen Wandel des Verständnisses und es darf auch nicht so sein, dass in den Hinterzimmern der Politik dann Entscheidungen gefällt werden, die an der Wirklichkeit, der Lebenswirklichkeit der Bürger irgendwie vorbeigeht. Gut, jetzt sind wir natürlich in Hannover. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen schon befangen und zu lokalpatriotisch. Ich erlebe die Stadt gerade in einem starken Austausch in ganz vielen Bereichen, was natürlich unter anderem an der Kulturhauptstadt liegt, aber auch die Verkehrswende ist hier durchaus ein großes Thema momentan, nicht zuletzt wegen der Oberbürgermeisterwahl im Oktober. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Themen auch nur anreißen können. Sie haben vielleicht gemerkt, und ich habe das ja jetzt hier wirklich laufen lassen mit Ihren sehr unterschiedlichen Fragen, die Vorstellung, auch die eigene Vorstellung von grünen Städten und der Zukunft, wie wir leben wollen, umfasst sehr viele verschiedene Bereiche. Wir haben, glaube ich, heute auch sehr viele schöne neue Dinge entdeckt, durch die Arbeit von Frau Sauer, würde ich mal sagen. Unter anderem, Herr Clark hat sehr viele passende und auch praktikable Ideen. Ich glaube, so als Hannoveranerin kann man sich viel von dem eigentlich ganz gut vorstellen und würde das auch ohne Stadtplanung sehr gerne lieber heute als morgen umsetzen. Dazu kommen die Bereiche, wie ist es möglich mit Gesetzen, wie gibt's, kann man Bebauungsflächen umdeklarieren. Es ist, wie Herr Kaltenbrunner sagte, ein sehr kleinteiliger Prozess. Ich fand Ihre Idee in Ihrem Buch ganz schön, erstmal kleine Nachbarschaften auch zu bilden. Das haben Sie so beschrieben. Das fand ich bei Frau Sauer sehr schön aufgegriffen. Wenn ich was mache in meinem Eigenheim, kann ich nicht erstmal ein bisschen meine Straße mit einbeziehen in Sozialleben, in klimatischer Nachhaltigkeit. Wir haben ein bisschen jetzt die Gärten vernachlässigt. Herr Clark konnte es ein bisschen ansprechen. Das Urban Gardening ist in Hannover auch durch Transition Town und den Garten im Saalkamp, der schon ein internationaler Garten ist und sehr viel Menschen zusammenbringt, der jetzt sogar einen Preis gekriegt hat. Also ausgezeichnet ist er jetzt auch. Also wir haben Möglichkeiten vor Ort und ich finde, wir gönnen uns ganz winzige Abschlussrunde nochmal so ein bisschen Vision, wenn wir jetzt überlegen, was heißt das für mich? Grüne Stadt, grüne Zukunft. Wen, Herr Clark, möchten Sie ganz praktikabel und möglichst verbindlich mit ins Boot holen, damit man hier mal vorwärts kommt? Ja, eigentlich natürlich alle, aber auf jeden Fall mit Frau Sauer, mit den ganzen Materialien, das müssen wir, das ist etwas, also das ist sozusagen die Vision, die aber man vielleicht sogar dann sehr praktisch umsetzen kann. Also das würde ich gerne mal gucken, mal ausprobieren und da auf jeden Fall im Kontakt bleiben. Gut, wir schlagen hier neue Bögen. Herr Birkmann, Sie müssen jetzt wirklich positiv enden. Ich bin ja der Jüngste in der Runde, wenn ich das mal so sagen darf, vielleicht. Aber ich glaube auch, dass tendenziell... Das ist ein anderes Thema. aber da Sie Hannover ein bisschen kennen, ja. Nennen Sie doch mal vielleicht einen Ort oder eine Ecke, wo Sie sagen, da halten Sie irgendwas in Richtung grüne Stadt, grüne Zukunft für ein gutes Projekt oder eine gute Idee. Sie dürfen auch was von Herrn Clark klauen. Nee, ich glaube, dass die Chance von Hannover eigentlich darin liegt, diese bewährten Hotspots, egal ob das Allenriede ist, und auch an der Leine zu vernetzen und da Grünstrukturen zu schaffen. Und das kann dann über einen Groove, einen Garden oder Roof Garden Walk sicherlich gepusht werden. Aber die Potenziale, die diese Stadt hier hat, die sind ja in Teilen da. Wir finden die Stadt ja nicht neu. Und ich glaube, da bieten sich auch gerade hier die Möglichkeiten, was Herr Clark auch am Anfang sagte, die Stadt ist nicht zu riesig, sie ist nicht zerfallen wie in Teilen Berlin mit den Kiezen. Man hat auch diesen Bauboom noch nicht so stark. Man hat Druck, aber wir reden über 400 Euro pro Quadratmeter, nicht über 1800. Da sind also wirklich auch Potenziale. Und ich glaube, man hat ja auch hier, wie gesagt, die großen Vernetzungsmöglichkeiten durch die bestehenden Bestände. Ich würde jetzt davon abraten, alles völlig neu zu erfinden, sondern zu sagen, okay, wie können wir den Umbau bestimmter Quartiere mit den bestehenden Potenzialen wirklich auch besser vernetzen. Und dazu gehört sicherlich diese Verbindung von Flächen und Dächern. Frau Sauer, Sie haben ja so viel Potenzial. Wen möchten Sie denn mit ins Boot holen, damit sich das möglichst schnell und nachhaltig verbreitet? Sie müssen Ihr Mikrofon wieder nehmen, so für alle Fälle.
Sie meinen jetzt hier aus der Runde oder überhaupt? Oder nein, aus dem Publikum, Sie dürfen von den ganz fragen. Also, oder? Suchen Sie sich Partner, sodass wir in Hannover dann auch auf Ihre Materialien in der Produktion zurückgreifen können. Vielleicht so. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Ja, also ich habe ein fantastisches auch Studierendenprojekt gemacht, vorletztes Semester, wo wir uns mit Raumfahrt beschäftigt haben. Und da gibt es ja auch ganz tolle Ansätze, wie man irgendwie nachhaltig auf kleinstem Raum mit geringsten Mitteln wirtschaftet. Und Recycling ist ein absolutes Muss. Also ich würde mir unheimlich gerne einen Experten oder Expertin aus der Raumfahrt hinzuholen, um zu schauen, wie man Urban Gardening vielleicht auch ohne Erde, in der Luft hängend, mit Nährmittel besprüht an Hausfassaden entlang betreiben kann oder solche Dinge, an die selbst ich jetzt noch nicht gedacht habe. Dann haben wir da auch das IME-Zentrum gleich gerettet mit der Option. Herr Kaltenbrunner. Stadtentwicklung geht uns alle an und das heißt zumindest im Konjunktiv, wir alle machen Stadt. Und ich kann eigentlich nur den Appell an alle richten, sich quasi einzumischen in Stadtentwicklung, sich nicht nur den Profis oder der Politik zu überlassen, aber auch hinzunehmen, dass nicht alles so läuft, wie man es denn aus individueller Brille gerne hätte, sondern dass es immer irgendwie in einem Austauschformat irgendwie passieren muss. Gut, dann haben Sie herzlichen Dank auch besonders an Sie. Sie haben das Podium heute natürlich gut in Atem gehalten und in einer großen Bandbreite nachgefragt. Und ich danke Ihnen sehr herzlich und natürlich großen Dank hier an dieses engagierte Podium. Ronald Clark, Jörn Birkmann, Christiane Sauer und Robert Kaltenbrunner. Bleiben Sie agil, behalten Sie die Stadt im Auge und wenn Sie gute Projekte haben, dann suchen Sie sich einfach mal irgendwen in der Nachbarschaft, um das anzustoßen und dann holen wir die Stadtplanung damit rein. Wenn Sie das Herrenhausen extra in diesem Jahr noch mal besuchen wollen, dann sind wir wieder da. Neben den anderen vielen großartigen Veranstaltungen sind wir aber am 22. Oktober wieder mit Bezug auf die Kulturhauptstadt da. Unerwünscht, toleriert oder integriert. Obdachlosigkeit in Hannover, da kommen wir noch mal auf einen ganz anderen Aspekt, der natürlich aber auch viel mit dem Sozialleben hier zu tun hat. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünsche noch einen schönen Restabend, eine gute Woche Ihnen. Dankeschön. Applaus